Wupp, moin. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Einen wunderschönen guten Tag. Schöne Grüße aus dem kleinen Solek-Quartier. Jo, ich sehe. Perfekt, scheint zu klappen. War mir gerade nicht ganz sicher, ob die Übertragung hier funktioniert. Könnt ihr mal kurz sagen, ob Ton, Video, alles funktioniert, aber eigentlich sollte das alles eigentlich klappen. Das sieht hier ganz gut aus. Ich muss hier gerade noch ein bisschen hin und her klicken. Jo. Boah, so, ich habe hier, damit ihr euch nicht wundert, dass ich wieder nach links gucke, ich habe hier den Chat mit offen. Sehe so ein bisschen nebenher, was ihr da alles Wildes schreibt. Es sind ganz schön viele von euch online. Wow, also wir haben 61 Leute, geil. Grüßt euch, darauf erstmal Tschüsschen. Ah. Ich bin erstmal noch alleine hier. Hier ist noch ein Platz frei. Entweder einer von euch setzt sich hin oder nein, die Tavi, die kommt nachher noch nach. Die braucht noch einen kurzen Moment. Und die kommt später dann dazu und dann könnt ihr. Wird auch noch ein bisschen was erzählen. Nein, ich trinke keinen Glühwein, ich trinke abgestandene Cola. Und dann auch noch solche Cola. Türkische Cola. Abgestandene türkische Cola gibt es bei mir. Ist, naja. Jo, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Schön, dass wir mal wieder Live-Schaltung machen können. Haben ein bisschen was vorbereitet. Ich habe ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Naja, für mehr hat es nicht gereicht. Dafür habe ich ein paar Taschenlampen noch dabei. Ich könnte auch noch den hier mit anmachen. Können wir das noch ein bisschen schöner laufen? Hier. Naja, zu denen komme ich mal nachher. Aber das sollte an jo, weihnachtlicher Deko eigentlich reichen. Ich habe ein buntes Programm vorbereitet für euch. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt. Und zwar muss ich mal ein bisschen spicken. Möchte ich euch natürlich einmal das Light Painting Bundle vorstellen, das neue, das es mit LED Lenser jetzt gibt. Das ganz neue, da seht ihr hier schon mal ein bisschen was. Das sind echt geniale Sachen. Dann möchte ich euch sowieso die neuen Taschenlampen vorstellen von LED Lenser. Die habe ich auch hier. Das ist die neue P-Serie. Also ich habe die neue P-Signature-Serie hier. Und möchte ein bisschen zurückblicken. Hatte mir überlegt, dass wir mal einen kleinen Rückblick machen auf 2020. Ja, man kann zurückgucken, war ein doofes Jahr. Ich musste jetzt ja schon wieder alles einstampfen an Workshops und so. Einige waren mir sehr, sehr traurig. Wir mussten Crossen-Workshop-Wochenende verschieben. Wir mussten Nürnberg verschieben. Wir mussten Frankfurt verschieben. Wir mussten Hamburg verschieben. Wir mussten jetzt nach Leipzig verschieben. Jetzt 5 Kurse alleine jetzt halt im Herbst, Spätherbst, die wir verschieben mussten, was echt mies ist. Und ja, das summiert sich natürlich dann nächstes Jahr ordentlich auf. Deswegen, wenn ihr schon mal geguckt habt bei mir in den Terminen, ist es ganz schön voll. Was aber auch einfach daran liegt, dass ich ja die ganzen Termine irgendwo nachholen muss, aber auch irgendwo ja neue Termine machen muss. Und deswegen wird das ein ganz schön volles Jahr. Aber ich hoffe auch, dass wir diesen Corona-Mist irgendwann mal weg haben. Deswegen fleißig Maske tragen und sowas. Ich habe nämlich keinen Bock mehr auf diesen Kram. Das kann ich echt, da kann ich echt drauf verzichten, weil man das jetzt schon genug Nerven gekostet hat. Und Geld. Dann haben wir noch Festival 2020. Das LPF. Darauf möchte ich ein bisschen zurückblicken, ein bisschen was erzählen, ein bisschen boah, schnacken drüber. Festival, das war ja echt genial. Gut, dass wir es machen durften. Da hatten wir ja die Genehmigung vom Land Brandenburg, dass wir es machen durften. War auch so eine enge Kiste, aber es war ein absolut geniales Festival. Hat Spaß gemacht ohne Ende. Dann so Workshops. Was hatten wir für Workshops 2020? Da kann man nochmal ein bisschen zurückgucken. Und dann natürlich, ihr habt mir ganz viele Bilder geschickt. Ich muss mal meine fleißigen Zettel hier durchgucken. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11 Bilder habe ich hier, die ich euch heute vorstellen möchte von euch. Da sind echt verschiedene coole Sachen dabei. Ihr habt mir viel geschrieben. Ich habe das alles hier auf dem Zettel. Da möchte ich ein bisschen was erzählen, was ihr da geschrieben habt mir dazu. Dann natürlich einmal mein Feedback geben, damit ihr einfach mal hört, wie ich die Bilder finde. Was kann man verbessern und da ein bisschen was erzählen.
Dann kommen wir ein bisschen auf nächstes Jahr. Was steht an? Was steht an Terminen an? Was steht an Locations an? Und ja, eigentlich ist das schon ganz schön viel. Ich glaube, dann haben wir schon 2 Stunden voll. Was mich einfach noch interessieren würde, wäre dann eure Fragen. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, stellt sie gerne mit in die Kommentare mit rein. Ich werde jetzt nicht alles hier mal lesen können. Das wird einfach zu viel, too much, wenn ich nebenbei das alles versuche zu lesen. Und deswegen machen wir die Fragen nachher gesammelt. Also überlegt euch einfach, was ihr fragen möchtet, und dann machen wir am Ende einfach eine vernünftige Fragerunde. Und wow, wir haben einen echt krassen Rekord. 82 Leute gucken zu. 83, Wahnsinn. Das ist ein neuer Zuschauerrekord. Ich glaube, lasst doch einfach mal einen Daumen da. Wir haben nur 9 Daumen, Likes dort. Lasst einfach mal einen Like da, würde mich freuen. Wieder was Gutes damit. So. Das klappt doch mit den Daumen. Dankeschön. Kommen wir zu dem Bundle. Wir machen einfach mal das Schönste zuerst. So, ihr habt es vielleicht schon gesehen, dass 85 Zuschauer, also wieder mal mehr hier. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass ich heute ein Video online gestellt habe zum neuen Light Painting Bundle. Ihr kennt das alte Light Painting Bundle. Da hatten wir die T7M drin von Deadlenser, die 2 Signalaufsätze, und es gab Farbfilter Set. Das war ja dann irgendwie die ratzfatz weg, das Bundle. Und ich konnte da vorne zu Anfang gar nicht sagen, wie viel es geben wird. Jetzt haben wir ein neues Bundle. Das ist das, was ihr jetzt auf dem Bild hier erkennt, auf dem kleinen Foto. Und zwar ist da die neue P6R Signature Lampe mit drin. Dann haben wir die Powerbank Flex 3 und natürlich auch wieder ein passendes Farbfilter Set. Und das Ganze halt auch wieder zu einem vergünstigten Preis. Und ihr kennt das ja, das Spielchen. Ihr bekommt das immer mit einem Rabatt. Ihr könnt das Ganze zu einem günstigen Rabatt bekommen. Und zwar gar nicht hier. So. Moment. Oh. Oh-oh. OBS ist crashed. Das ist nicht gut. So, verdammte Hacke hier. Ich hoffe, ihr seht mich wieder. Willkommen zurück. Verdammt. Kurze Rückmeldung, ob alle wieder da sind. Ja, dann könnt ihr wieder einschalten. Ich wünsche mir zu Weihnachten einen neuen Laptop. So, das habe ich jetzt beschlossen. Mir ist gerade alles abgeschmiert. Laptop ist abgeschmiert, also Software ist abgeschmiert. Konnte ich nicht mehr starten. Schweißperlen, ich komme hier ordentlich runter. Musste neu starten, deswegen sorry Leute, das für die Unterbrechung. Das müsste eigentlich alles gleich wieder ordentlich hier funktionieren. Ich habe hier noch die Stream-Einstellungen. Liegt nicht am LAN-Kabel, das liegt nicht am WLAN, das liegt nicht am Internet, das lag wirklich einfach jetzt gerade am Laptop, dass mir der Laptop hier abgeschmiert ist. Ist halt nicht mehr die neueste Bude, vielleicht sollte ich doch einen anderen PC da mal wieder ansetzen. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren beim Bundle stehen geblieben. Und zwar wollte ich euch das Bundle vorstellen. Und das ist dieses hier, davon hatten wir ja gerade gesprochen. Vom Light Painting Bundle Nummer 2. Nummer 2. Und zwar alle Infos dazu. Und alle Details etc. bekommt ihr bei solec.de im neuen Blogbeitrag, oder also ihr geht direkt einfach auf die Homepage. Das, was ich da gerade eingeblendet habe, das ist der Link direkt zu dem Bundle. Und kurz zu erzählen, was ist da so besonders? Also erstmal ist halt diese geniale Taschenlampe dabei, die stelle ich euch mal gleich noch genauer vor. Die Deadlenser P6R Signature. Namen werden immer lustiger.
Ist mittlerweile echt meine Lieblingslampe, weil ich musste sie erst ein bisschen verstehen. Wir mussten erst ein bisschen uns lieb gewinnen. Jetzt habe ich sie ziemlich gut verstanden, weil du kannst sie geil einstellen, die Lampe. Also sie hat mehrere Funktionen. Das Besondere ist halt, ihr hat vorne einen Modi-Schalter. Zeige ich euch mal gleich genauer. Und den Modi-Schalter könnt ihr individuell programmieren, wie ihr es gerne hättet. Und ihr könnt da wirklich einzelne Sequenzen, einzelne Funktionen direkt auf diesen Modi-Schalter setzen. Und das macht die Lampe einfach so absolut genial. Des Weiteren ist eine Powerbank mit in dem Bundle drin. Das ist die Flex 3. Und das ist halt eine witzige Powerbank, weil ihr könnt bei der Powerbank, wie in dem Video beschrieben, einfach den Akku rausnehmen, Akku tauschen. Könnt das als Ladestation nehmen für euren Akku. Ihr könnt diesen Akku hier drinnen in eurer P6R Signature Lampe verwenden. Also wenn hier der Akku leer ist, nimmst du den Akku hier raus, packst ihn da rein. Oder du lädst die Lampe einfach mit dieser Powerbank unterwegs. Das hier ist Spritzwasser geschützt, staubgeschützt, das ist richtig cool. Entweder du hast so immer Strom, kannst so damit halt immer was laden unterwegs. Also du bist sehr flexibel. Das ist eigentlich das Coole. Also wenn du die wirklich intensiv nutzen willst, dir geht der Saft aus, hast du die Powerbank mit dabei, kannst du den Akku da reinpacken, nimmst den Akku hier raus, packst den da rein. Wenn du dann zweite Powerbank mit hast, dann kannst du die direkt in der Powerbank, also in der Flex 3 mit laden. Und das Geniale ist, dass du bei der P6R den Akku halt wirklich sehr, sehr easy rausnehmen kannst. Und das finde ich ja schon mal gut, dass das nicht so kompliziert gebaut ist, sondern dass man einfach auch den Akku tauschen kann. Das ist ja bei vielen Produkten immer, dass die Akkus so schwer verbaut sind. Das ist hier nicht der Fall. Außerdem haben wir noch ein Farbfilterset. Finde ich, das ist tausendmal besser als das letzte Farbfilterset, was wir hatten. Weil hier sind keine einzelnen Scheiben, sondern das ist alles schon drin verbaut. Du bekommst vier solche. Wollen wir mal Großbild machen, ne? Ihr seht es gar nicht. Ihr bekommt vier solche Aufsätze. Die sind schön flexibel und die kann man halt wirklich easy auf die Taschenlampe draufpacken. Und dann kannst du alles in der entsprechenden Farbe anleuchten. Und das finde ich ist ziemlich cool. Das Ganze, also alle Infos dazu, bekommt ihr, wie gesagt, bei solec.de. Und wenn ihr da seid, und da ist auch der Link zu LED-Lenser mit dabei, vergesst nicht, den Code mit einzugeben. Mit rc-solec.de, ach Gott, mit rc-solec bekommt ihr 30% Rabatt nochmal auf das ganze Set. Und dann seid ihr am Ende bei, was hatte ich geguckt, 126 € paar zerquetschte. Wenn man so sieht, bekommt ihr bei dem Set mit dem Rabattcode halt das Farbfilter-Set und die Powerbank geschenkt. Also die gibt es dann wirklich so gesehen gratis dazu. Mit dem Rabattcode ist ein cooles Set. Jetzt zu Weihnachten, wir haben das Ganze limitiert. Das ganze Set gibt es Maximum 200 Stück. Da haben wir den Grund momentan, dass die Lieferzeiten, also die Lieferbarkeit der Taschenlampen etwas eingeschränkt ist durch Corona und so. Das ist alles ein bisschen schwierig. Deswegen mussten wir das Ganze limitieren, das Set. Es gibt nur 200 von diesem Bundle. Ja, wer zuerst kommt, war zuerst. Und diesen Code, wenn ihr den Code nehmen wollt von Solec, diesen Rabattcode, der gilt natürlich für alle anderen Produkte auch bei LED-Lenser. Den könnt ihr auf alles mit anwenden. Achtet bitte darauf, nicht wie beim letzten Mal, achtet darauf, wenn ihr auf diese Seite kommt von LED-Lenser. Macht jetzt hier nicht auf mit meinem PC, weil sonst stürzt das wieder ab. Dass ihr bei der Seite ganz unten das auswählt. Nicht die Lampe einzeln oben auswählen, sondern nach unten gehen. Und dann wirklich schauen, dass ihr alle drei Produkte gleichzeitig drin habt in eurem Warenkorb. Also es muss die Lampe, die Powerbank Flex 3 und auch Farbkappen, die müssen auch mit drin sein im Warenkorb und dann könnt ihr euren Dings eingeben, euren Code und dann bekommt ihr das Ganze. Sollte funktionieren, wer Hilfe braucht, schreibt mir bitte direkt an Solec, entweder per E-Mail oder direkt über Facebook kontaktieren an Solec. Ich muss immer mal wieder darauf hinweisen. Versucht es mal zu vermeiden, mir privat zu schreiben. Es ist nicht böse gemeint, aber wenn ich immer wieder privat so viele Nachrichten bekomme, ist es immer schwierig, da noch durchzublicken. Außerdem habe ich lieber, wenn ich alles gesammelt auf einen Punkt habe. E-Mails kann ich sauberer beantworten, da gehe ich jeden Tag einmal durch die E-Mails und genauso kann ich auch
Instagram ganz gut beantworten, weil das da auch ein gutes System ist, weil das alles über die Seite bei mir, Solex-Seite, bei Facebook auch läuft. Also wenn ihr diese Wege nehmt zum Kontaktieren, ist das immer sicherer, dann bekommt ihr auf jeden Fall auch eine Antwort. Also besser als wenn ihr WhatsApp schreibt oder irgendwas. Also könnt ihr zwar machen, aber nein, macht's nicht. Macht mal die vernünftigen Wege, dafür gibt es die. Jo, was? Muss ich mal gucken, ob ich die natürlich alles hier abgeschmiert. Ach Mann. Ja, wartet. Muss hier mal. Das machen. So. Wenn die Software abschmiert, dann schmiert auch alles andere ab. Echt schön. So. Cool. Dann kommen wir mal zu den neuen Taschenlampen, die ich euch vorstellen wollte. Was macht ihr eigentlich? Ihr sind 89 online. Das ist noch ein größerer Rekord, ihr macht mich fertig. Kriegen wir noch 11 Leute dazu? 100 wäre geil. Da passiert gerade was. Ich bin Nummer 90. Jetzt funktioniert auch die Technik wieder. Sie war nicht da, Technik schmiert ab. Da ist sie. ich sehe schon Tabi. Wunderbar. Da ist Tabi, sie ist weihnachtlicher als ich. Ich habe mich überhaupt nicht, aber ich habe den Weihnachten hier Wo reingebracht. stecke ich das Mikro ran? In meine Haare? So. Unten an den Kragen. Jo, so, eigentlich müssten Muss ich sich. das dann Warte nicht? mal. Doch, du bist drin. Ja. So, dann müssten dich alle hören. Sodele, kommen wir mal zu den neuen Taschenlampen. Anmachen? Pff, wenn du einen Chat machen möchtest, ja. Dann. Du machst den Chat. Tabi kümmert sich jetzt um den Chat. Dann kann sich auch mal jemand um diesen wilden Chat kümmern. Ich lese da gar nicht durch. ja, Chat muss wirklich mal beobachtet werden. Wo geht denn das? Ich konnte es nicht empfehlen. So, muss mal kurz der Frau hier helfen. Schwupps. So, muss jetzt meine Maus haben. Neue Kameraansicht. Ich habe das Studio mal ein bisschen vergrößert hier. Ich habe jetzt hier oben nämlich noch eine Kamera. Es gibt jetzt die neue Signature-Variante, die wollte ich jetzt mal vorstellen. Und zwar gibt es diese coole hier, das ist die P18R Signature. Haben vielleicht schon ein paar mitbekommen. Ich habe da schon ein bisschen was gepostet. Hier, damit ihr mal einen direkten Vergleich habt, habe ich mal die alte MT18 direkt daneben. Höher, das ist schärfer. Cooles Teil, habe ich mal ausprobiert. Das ist Wahnsinn. Also, die hat im Boost-Modus hat die 4500 Lumen. Im Boost-Modus, den muss man halt aktivieren, durch einen Doppelklick und dann leuchtet sie für 10 Sekunden im Boost-Modus, ja, mit 4500 Lumen, was wirklich heftig ist. Ansonsten im normalen Modus leuchtet sie mit 2600 Lumen. Man könnte noch runterdimmen auf 1000 Lumen und 30 Lumen. Alle Lampen von LED-Lenser, also alle neuen, die es jetzt gibt eigentlich, die ganze neue P-Serie, weil das wurde immer mal wieder gefragt. Die dimmen nicht automatisch runter, die halten die Helligkeit. Also du kannst direkt jetzt entscheiden bei den Lampen, ob du jetzt runterdimmen möchtest oder nicht. Du kannst, also die halten die Helligkeit und regeln dann nicht runter. Dafür haben sie den Boost-Modus, dass du dann halt wirklich mal volle Lichtleistung reinballern kannst. Boost-Modus bleibt dann halt für 10 Sekunden und dann regelt es danach runter auf den normalen. Aber diese normale Leistung kannst du ewig halten und deswegen wurde es auch auf dem Karton, ich muss mal nachschauen, dann halt angegeben, dass ich die dann hier 2,5 Stunden betreiben kann mit 2600 Lumen. Wird natürlich ordentlich warm, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, Winterzeit, ist ein schöner Taschenwärmer dann. Aber ist cool, also ich habe mal geleuchtet, du kommst echt weit damit und ist schon nah dran an der X21R. Die hat ja im Boost-Modus 5000 Lumen, also wer nochmal richtig viel Licht haben will, den kann ich wirklich nur diese Lampe hier empfehlen. Du sollst sie anmachen.
Ich soll sie anmachen. Und sagen, wie schwer sie ist. Wie schwer sie ist, das kann ich sagen. Sie wiegt 637 Gramm. Oh Mensch, das geht ja noch nicht mal als Hantel, das ist ja zu leicht. Nee, 637 Gramm kann ich ja hier mal, da steht's drauf, damit könnten wir, muss mal gucken, wo der Fokus hier ist. Und sie ist ungefähr 20 Gramm leichter als diese hier, als die MT-18. Also es ist wirklich, ja, ziemlich leichtes Ding. Soll ich mal anmachen? Mach sie an. Oh Gott. Boost. Also, wenn ihr... Tageslicht hell. Oh. Ich sehe nichts mehr. Also, wenn ihr mal was erleuchten wollt, Alter. Ein bisschen geblendet. Oder wenn ihr was grillen wollt. Nein, ich musste rein. Was passiert eigentlich, wenn du das... Gibt es ein weißes Bild, wenn du es in die Kamera... Ja, natürlich. Wenn ich jetzt so mache. Ah, die wird... Richtig heiß. Oh, ja, schön. Oh, das war weiß. Sind wir alle wieder wach? Also wenn ihr mal irgendwie dann draußen seid und euer Essen warm machen wollt, könnt ihr auch die Taschenlampe nehmen, weil die halt wirklich so warm wird. Vorne, also das ist echt Wahnsinn. Weil sprich nichts, was du nicht halten kannst. Ein Spiegelei geht darauf nicht. Das ist schon wieder eine coole Sache, oder? Wir probieren mal, was wir mit der Taschenlampe im Boost-Modus braten können. Oh, guck mal, 65 Zoll in weiß. Steffi ist blind, schreibt sie. Und geblitzdingst wurde auch jemand. Sorry. Ihr wolltet hören. So, kommen wir mal zu den anderen beiden Lampen. Und das sind diese hier. Das ist die... ich habe die Kamera so komisch gedreht, dass ich die Lampen anders drehen muss, als ich das denke. Das ist die P7R Signature, die P6R Signature. Sind vorne vom Kopf her, das hatten viele gefragt, vom Kopfdurchmesser. Sie sind gleich, die beiden Lampen. Die haben einen Kopfdurchmesser von 35 mm. Ist halt kleiner als die MT14, die hatte 40 mm, oder die M7R, die hatte 38 mm. Man kann sie ja da Adapter bauen und dann passt das aber auch gut dran. Ansonsten ist die P7 ein bisschen größer, weil bei der P7 ist ein größerer Akku mit drin verbaut. Das ist dieser hier, das ist ein 21700er Akku. Der ist halt größer als von der P6. Ups, mal hier die beiden Akkus verglichen. Das hier ist ein 18650er. Ich kenne mich nicht genauso wirklich aus mit Akkus. Aber ihr wisst schon, da gibt es halt Unterschiede auch mit der Leistung, bla bla bla. Jetzt kein Akku-Profi. Die P7R Signature hat, jetzt muss ich lügen, 2000 Lumen im Boost-Modus. Und die P6R Signature, die ist, die im Bundle mit drin ist, die hat 1400 Lumen im Boost-Modus. Im Boost-Modus könnt ihr bei dieser Lampe aktivieren, indem ihr zweimal hier vorne auf den Schalter drauf drückt. Also wirklich zweimal drauf, ich sollte woanders hinleuchten. Und den kannst du immer wieder aktivieren. Der bleibt dann für so 10 Sekunden an und dann kannst du den immer wieder danach auch direkt aktivieren. Ansonsten, da muss ich mal gucken, wie hier vorbereitet. Da. Hab ich mal bei dem Bundle vorbereitet. Einmal habt ihr hier nochmal, wie die Farbkappen funktionieren, also was die für ein Bild ergeben. Da habe ich normal geleuchtet, nicht im Boost-Modus, aber ganz normal angemacht, die Lampe. Da hat sie ja 1100 Lumen im normalen Modus. Das reicht halt wirklich vollkommen aus zum Painten. Und ich finde, die Farben, die kommen echt schon schön rüber, die ist echt cool. Gibt natürlich mal Unterschiede, es wisst ja alle, Rot ist einfach dunkler, wenn man damit leuchtet. Als die anderen Farben, jetzt zum Beispiel Gelb oder Grün. Aber es ist schon ziemlich cool. Jetzt wird es mal technisch. Das ist die Bedienungsanleitung von dem Ganzen. Habe ich es richtig rum? Ja.
hat einen Haufen Funktionen, diese Lampe. Wirklich extrem viele. Dadurch, dass man halt den Schalter vorne bedienen kann, also umswitchen kann. Dadurch, dass das ein Modi-Schalter ist. Und jetzt kommen wir mal zu dieser besten Seite überhaupt. Ich musste die erstmal verstehen. Diese Lampe hat ja hier vorne diesen Modus-Schalter. Den kannst du ganz nach links bewegen. Dann hier in die Mitte von dem Anschaltknopf. Eins noch nach rechts und noch eins nach rechts. Und damit hast du vier verschiedene Modi, die du einschalten kannst. Du hast hinten ein Rotlicht. Das leuchtet dann rot. Auch ziemlich cool. Und dann kannst du den halt switchen und kommst in verschiedene Funktionen mit hinein. Du hast zum Beispiel auch so einen Stroboskop-Effekt. Also du hast da ganz viele verschiedene Funktionen und du kannst jetzt jede Position von diesem Modusschalter individuell steuern, ganz unterschiedlich ansteuern. Und zwar können wir uns mal diese Seite dazu angucken. Es gibt 10 verschiedene Funktionen, 10 verschiedene Hauptfunktionen, die diese Lampe hat. Das sind halt die normalen Helligkeitsstufen, die es gibt, die 3 Stück. Dann ist da einmal, dass die halt dimmt. Also die wird immer hell, wieder dunkel, dimmt dann immer. Das ununterbrochen. Und dann hat sie 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Blinkfunktionen. Stroboskop leuchtet am stärksten und dann hat sie halt noch SOS und dann hat sie noch Position und noch so andere Blinkfunktionen. Was ziemlich cool ist. Und du kannst dir das alles individuell bei dieser Lampe auf den Schalter legen. Also du kannst jetzt sagen, ganz rechts, so wie ich es jetzt gemacht habe, möchte ich dieses Positionslicht haben. Da macht sie immer so 3 kurze Blitzer hintereinander, was echt abgefahren ist. Das einfach nochmal hier. Das habe ich mir ganz rechts hingelegt. Und dann kann man sich dann halt hier links dann den Stroboskop mit hinsetzen. Hab dann noch einen zweiten Blinker mit hinterhergesetzt. Also man kann die wirklich programmieren, wie man möchte. Fokussierbar? Fokussierbar ist sie auch, habe ich ganz vergessen. Ja, wohl gefragt. Sie ist fokussierbar, indem ihr hier vorne, sieht man jetzt glaube ich ganz gut, könnt ihr diesen einfach drehen und dadurch kann man jetzt diesen Lichtstrahl wunderbar halt auch fokussieren. Also sie hat eigentlich alles, was man eigentlich sich in der Taschenlampe wünscht. Und das Genialste überhaupt, sie ist IP68 geschützt. Du kannst die Taschenlampe nehmen und du kannst unter Wasser pennen. Also du kannst so bist in... Bist du Meter? Man sagt immer so 2 Meter. 2 Meter. Aber ich glaube, keiner geht doch weiter runter als 2 Meter. Also eigentlich ist es interessant, wenn wir uns jetzt beim Painten im Sommer in einen See stellen und dann einfach mal so durch das Wasser damit painten. Was lachst du so? Was gibt's im Shit? Nee, ich dachte nur wieder an, natürlich gibt es auch Taucher, die Lampen. Ah ja, 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 ja. Kannst du nicht einfach sagen, niemand geht tiefer als 2 Meter. Ja, ja, natürlich gibt es Taucher. Wer war denn das? Nina war das, glaube ich? Ist sie ja da? Ich habe sie, glaube ich, noch nicht gesehen, aber. Ja, natürlich. Du kannst, die geben es ja mit nicht getestet an. Also. Hier steht. Eckbert ist aber auch da, der ist auch Taucher, sagt. Kumpel und Stefan auch noch. Warum taucht ihr denn alle? Also sie ist IP68 geschützt, aber ist halt jetzt nicht als direkte Tauchlampe klassifiziert und sie geben, glaube ich, keine Garantie drauf, wenn du jetzt damit tauchst, dass die dann auch hält. Müsste mich nochmal informieren. Aber auch um. Bei dem im Online-Shop sieht man halt auch, dass dann das 6 mit einem X markiert ist. Das heißt, das ist nicht getestet. Ich habe die aber in einem Wassereimer reingemacht, habe sie laufen lassen. Das seht ihr im Vorstellungsvideo, dass die dann halt auch weiterhin funktioniert. Weißt du, wie weit die reicht, wenn sie gebündelt ist, also fokussiert? Ja, ich muss immer spicken. Ja, das sind halt die harten Daten. Ja. Das kann man halt nachlesen. 240 Meter weit. Okay, gebündelt. Also gebündelt mit Boost-Modus. Also mit 1400 Lumen im Boost-Modus gebündelt 240 Meter weit. Ja gut, im normalen Modus? Und im normalen Modus reicht sie 190 Meter weit. Okay. Das ist schon eigentlich ordentlich, ne? Also für so eine kleine Lampe ist das schon echt Wahnsinn. Sie wird übrigens sehr warm, was ja normal ist, wenn ich sie mit 1100 Lumen laufen lasse, dass die halt wärmer wird vorne. Ich habe sie aber ein paar Minuten schon angehabt, so 10 Minuten auch ein Stück gehalten. Es ist halt warm. So. Es war jetzt nicht so, dass ich das irgendwie unangenehm war. Was denn du jetzt da?
Ich habe irgendwas im Chat wahrscheinlich nicht gelesen, will den Chat aber auch gar nicht lesen. Verrückte Axt. Ja, das eigentlich so zu der jo, Lampe. Ich weiß nicht, wenn es noch Fragen gibt, stell die gerne. Ich mache nochmal ein Video auch, wie man die direkt programmiert, diese Lampe. Da wird es nochmal ein Video geben. Was kommt denn da jetzt? schick, schick. Ja, also wenn ich der Weihnachtsmann bin, ist Olaf doch jetzt hier so ein Engel. Wollte ich das jetzt, ne? So machen? Achso, so geht auch. Ja, guck mal, dann hast du quasi einen weißen Bart. Welches Huhn hast du denn da wieder geschlachtet? Nee, das war... ne? Oh Mann, ey. Ja, es wurde bemängelt, dass du dich nicht hier dekorierst. Nein, ich habe eine Kerze. Ja, das sieht man nicht so. Mann, hier ist meine Deko. So. Außerdem lasse ich mir den Weihnachtsmannbart hier stehen langsam. nochmal zu der Programmierung. Ihr müsst... Gott, das ist so klein gerade auf diesem Monitor, das kann ich hier nicht erkennen. Man muss halt einen bestimmten Intervall die programmieren. Das müsst ihr euch, das ist alles dabei, diese Anleitung. Ich werde da nochmal aber auch ein Video zu machen. Man muss halt bestimmte Reihenfolgen klicken. Man muss... Ich kann das nicht erklären, kannst du das erklären? Hast du das Papierding nicht gerade für uns einmal hier? Ja, habe ich. Irgendwo in einem Karton. Nee, komme ich jetzt nicht ran. Also ihr kennt es da, glaube ich, drauf. Ich kann das jetzt gerade nicht erkennen. Also wir hatten das erst neulich auf dem Sofa irgendwie 1000-mal durchgespielt und hatten großen Spaß, uns damit auszuprobieren. wie man das jetzt wirklich nochmal programmiert selber. Aber jetzt aus dem Kopf weiß ich auch nicht mehr. Es war sowas wie also erstmal anmachen, 5 Sekunden gedrückt halten, dann bestätigt die Lampe an dem Schalter durch Blinken 2-mal, dass man dann den Modus einstellen kann. So in etwa. Genau, und dann sind die ganzen Modi, man braucht eigentlich diesen Zettel, der ist schon hilfreich dabei. Die ganzen Modi, die kann man dann so durchlaufen, wie sie bei dem Zettel sind. Aber das werden wir in dem richtigen Technikvideo. Ja, es gibt ein richtiges Technikvideo dann, weil das ein bisschen schwieriger ist. Läuft die dann durch, dann muss man das bestätigen, aber man kann dann halt mit einer richtigen Klickreihenfolge halt mehrere Funktionen direkt hintereinander auf eine Position vom Modi-Schalter setzen. Also du kannst dort 10 verschiedene Reihenfolgen hintereinander setzen. Oder du machst halt nur einen Modus ganz nach rechts. Also du kannst dann direkt bei der Lampe im Stroboskop-Modus starten und direkt auch wieder enden. Also wirklich zack, zack und... Das haben wir uns doch gewünscht. Ja, natürlich. Also ich habe das schon immer gehasst, dass ich bei einer Lampe immer erst so einschalten musste und dann warten musste mit dem Stroboskop-Modus. Und jetzt machst du direkt an und bam, hast den Stroboskop-Modus. Und du musst bei dieser Lampe nicht irgendwas rumklicken, sondern du kannst sie dir so einstellen, dass du, weil du ja vorne diesen Schalter hast, der übrigens echt geil ist. Kannst, glaube ich, klicken. Ist echt schön. Und kannst dann halt direkt sagen, so, okay, ich möchte jetzt so direkt leuchten, ich möchte jetzt nach links, rechts gehen, dann mache ich jetzt direkt Strobo. Also du musst nicht irgendwelche Klickreihenfolgen machen, sondern du programmierst sie dir so, wie du gerne hättest. Und kannst dann wirklich im Handumdrehen aus 4 verschiedenen Modi direkt wählen, was du haben möchtest. Deswegen ist das für mich einfach ein Träumchen, die Lampe. Also ich mag sie sehr. Hab mir das echt gewünscht. Weil das kommen wird... Vielleicht mal jetzt auch, muss ich nochmal. Die Frage war nochmal, wie teuer ist die Lampe? 129 UVP. Vielleicht nochmal hier auch der Unterschied. Nehmen wir mal hier, damit das vielleicht mal alle so sehen. Wer sie noch kennt, die alte M7, die MT14 und die P6. Mal so einfach als Unterschied. Von den Größen her sind sie eigentlich gleich. Also wirklich, also. Von den Längen her und so. Die neuen sind halt wirklich deutlich schlanker gestaltet und alles. Der Fokusmodus, der war halt bei den alten Lampen, dass man noch die nach vorne immer setzen musste. Ne? Oh Gott, das ist ja schwer, nicht mittlerweile. Hier musste man nach vorne schieben einfach. Und hier ist halt jetzt drehen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Fokus nicht ganz so stark ist mehr wie bei der alten Variante. Also der bündelt nicht ganz so krass. Aber es ist vollkommen ausreichend für alle Tools und noch was weiter weg ist, anzuleuchten. Und vorne
ist es auch eine etwas andere Linsentechnik jetzt. Das erkennt man auch ganz gut. Auch hier seht ihr mal von der LED und alles. Ganz schöner Unterschied mittlerweile bei den Lampen. Also ich bin eigentlich begeistert. Es wird noch ein Technikvideo dazu geben. Zu P18R? Ein Technikvideo? Hm? Willst du eine einstellen? Okay, also eher nicht. Ja, also zur P18 kommt sowieso noch ein Video. Ich muss noch mal fertig schneiden. Ich habe die P18 mit der MT18 und mit der X21, das sind alles Zahlen. Ich habe die mal verglichen miteinander mit Testbildern und ich habe mir ein Luxmeter gekauft und da auch mal gemessen, wie viel Licht in einem bestimmten Abstand rauskommt. Dazu gibt es auch ein Video. Also es kommen noch zwei Videos zu den neuen Lampen, also einmal die P18 extra Video und dann ein Technikvideo zu der P-Serie. Was ich noch ganz vergessen habe, die neuen P-Lampen sind flicker-free. Das ist für uns Lightpainter nicht uninteressant. Wenn ihr es schon mal gesehen habt, bei manchen Taschenlampen, vor allem bei der alten M7 von LEDlenser zum Beispiel, ist es so, wenn ich dann eine Lichtspur mache, habe ich leichte Unterbrechungen drin, weil LED-Licht oft ja auch flackert. Das kennt man zum Beispiel, wenn man auch filmen möchte und man hat so LED-Lampen, die flackern manchmal auch. Die neuen LED-Lenser-Lampen sind flicker-free. Ist vielleicht auch nochmal wirklich sehr, sehr spannend, dass du dann halt wirklich eine Lichtspur ziehen kannst, ohne irgendwelche Unterbrechungen. Das mal zu den ganzen Lampen. Also das ganze Bundle, das ganze, die ganzen Infos, die bekommt ihr bei mir, indem ihr einfach ich das nochmal anmachen hier. Einfach nochmal auf die Blogseite geht. Einfach da nochmal drauf gehen. www.solec.de/lightpainting-bundle2. Da sind nochmal die Infos. Da sind auch Beispielbilder nochmal genau zu sehen. Ich habe da auch nochmal die Einstellungsbilder gemacht. Also wie man das Ganze programmiert, ist da nochmal gezeigt. Und dann ist da weiterführend ein Link zu LEDlenser dort. Und dann, also alle Infos sind dort. Geht da einfach mal. Dann könnt ihr euch das angucken. So. Sonst noch Fragen? Ansonsten könnt ihr nachher gerne noch fragen. Ich mache mal weiter, weil ich habe erst noch gar nichts geschafft hier von mir, was ich erzählen wollte. LPF war. LPF Light Painting Festival war unser drittes Light Painting Festival. War schon eine ganze Weile her. Wann war das? Ende August war das, ne? Ja. Ja. Ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist schon wieder so lange her, da war es noch schön warm und alles. Luxmeter gibt es auch als App. Also die Frage, ob der Luxmeter als App auch so gut funktioniert, sehe ich da gerade. Weiß ich nicht, müssen wir mal vergleichen. Muss ich mal die App mit meinem richtigen Luxmeter vergleichen. Aber Luxmeter ist auch nicht teuer. Ich weiß es auch immer nicht. Das ist genauso wie mit irgendwelchen Gesundheits-Apps auf dem Handy, die deine Herzfrequenz messen. Also ja, ich traue den Apps auch immer. Ich glaube, sie sind grundsätzlich gut, aber ich glaube, ein Spezialgerät ist immer ein bisschen besser. Ja, würde ich auch denken, weil das ein Spezialgerät ist ja nicht umsonst ein Spezialgerät. Außerdem, wir sollten vielleicht mal den Spezialgeräten, Spezialherstellern noch was gönnen. Anstatt immer nur die Handy herstellen. Oh. Die nehmen uns schon die Kameras weg. Beinahe. ja, Light Painting Festival. Das war mega, mega geil. 50 Teilnehmer hatten wir. Wir waren ja so ratzfatz ausgebucht. Das hat echt Laune gemacht. Und hier seht ihr das absolut coole Gruppenbild. Das hat riesig Spaß gemacht, dieses Gruppenbild. Das war riesengroß und wie die alle da rumgewuselt sind. Also jede Spur, also alle Teilnehmer waren halt an diesem Bild beteiligt. Und das war ja der Hauptgrund, was wir machen wollten bei diesem Gruppenbild, dass es halt wirklich ganz viele Leute daran beteiligt sind, ganz viele Leute wirklich ein Bild gemeinsam kreieren. Das hat so unglaublich Spaß gemacht. Und guckt euch nochmal das Video an. Das Video, was der Jonathan gemacht hat, das ist hammergeil geworden. Wie die wilden Glühwürmchen ist dieses Bild entstanden. Mega geil. Das war nochmal ein riesen, mega genial, natürlich sagen. Ein riesengroßes Dankeschön an Jonathan, der das gefilmt hat und geschnitten hat und alles. Also es war ja immer und auch alle Teilnehmer, die ja natürlich. Das ist ja nun mal auch einfach ein Aufwand, so viele Leute zu koordinieren. Und da brauchte jeder Einzelne auch ein bisschen Geduld. Daher da auch nochmal. Dankeschön an alle Teilnehmer, dass alles auch so geil geklappt hat dieses Jahr.
Es war echt cool. Das war ein einmaliges Festival, hat riesig Spaß gemacht. Und ihr macht ja als Teilnehmer das Festival auch zu dem, was es ist. Das sind ja nicht nur irgendwie jetzt wir, sondern irgendwie ist es ja einfach diese Gemeinschaft von allen Leuten, die das wirklich so besonders machen. 92 Zuschauer gleichzeitig online. Wupp! Aber warum sind ja nur 49 Daumen? Das könnt ihr ändern. 49 Daumen, das geht ja gar nicht. Los, Daumen hoch hier. Hopp, 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 hopp. Warum sind jetzt 48 Daumen? Wer macht hier einen Daumen weg? Ihr Ratten. Mann, Mann, Mann. Daumen sind schön, ich freue mich über. Also über solche Daumen nach oben natürlich. Nicht nach unten. Es gibt ja immer Leute, die machen auch einen Daumen nach unten haben. Also. So, Festival, wer es nicht weiß, wir machen halt einmal im Jahr ein großes Festival. Was heißt, wir machen es, also wir haben es jetzt zum dritten Mal gemacht in diesem Jahr und bauen einen riesen Camp auf. Wir hatten einen großen Lost Place. Also ein 34 Hektar großen Lost Place. Alte Heilstätte, Grabosee. Hat ein riesengroßes Camp, ein Haufen da gezeltet. Ich finde auch dieses Bild so schön. Hatten Unterstützung dieses Jahr von Led Lenser mit dem Zelt, mit ganz viel Verleihsachen. Roller hat uns unterstützt. Canon Drucker hat uns unterstützt mit dem Jochen Kohl, die direkt vor Ort gedruckt haben. Zeige ich gleich nochmal. Tamron hat uns unterstützt mit Objektivverleih und Olympus hat uns unterstützt mit Kamera und Objektivverleih. Also wir hatten echt wahnsinnig viele Sachen dort. Es gab extrem viel auszuleihen. Das war aber irgendwie viel zu kurz. Das war so schnell irgendwie wieder um. Man kann ja kommen zu irgendwas. Und vor allen Dingen auch nachts saß. Richtig, richtig schön. Wir hatten das alles so ein bisschen beleuchtet dort und ganz viele Workshops gab es. War Wahnsinn. Hat alles wunderbar geklappt. Weil immer die Frage kommt nach dem Festival für nächstes Jahr 2021. Wir wissen es noch nicht. Wir können es noch nicht hundertprozentig sagen, ob es ein neues Festival geben wird. Sind aber viele Faktoren, die das immer abhängig machen. Das ist halt ein immenser Aufwand, das Ding zu organisieren. Und wir wollten ja so gerne auch eine neue Location haben. Also, weil jetzt waren wir dreimal auch dort. Und wir suchen händeringend nach einer neuen Location. Es ist echt so schwer, einen geeigneten Ort zu finden. Also wir haben zwar Orte, die sind genial zum Fotografieren, die sind genial für Lightpainting. Aber ein Festival braucht immer nochmal einen spezielleren Ort. Das ist eigentlich das, was das Ganze so schwer macht. Und es muss bezahlbar sein. Also als Vergleich, kann man ja mal so nennen, werden auch mal eben so Tagesmieten von 2000 Euro und mehr aufgerufen. Bei manchen Locations, das kann man immer so sagen. Das wollen wir euch dann ja auch nicht zumuten. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ja, also 2000 Euro finde ich als Tagesmiete für eine Location zu doll, das können wir nicht tragen, weil wir auch zu viele andere Kosten auch einfach haben, die dann nicht möglich machen. Außerdem, es soll ja nicht teurer werden, das ist ja gar nicht, das soll ja wirklich so bleiben, wie es ist, das ist einfach genial, macht Spaß. Wir gucken uns demnächst vielleicht noch eine neue Location an, müssen wir mal schauen. Und es soll ja auch irgendwie gut gelegen sein. Schon wieder blöd geworden. Ich weiß auch nicht, warum alles immer im Osten irgendwo liegt. Ihr könnt gerne mal gucken, wenn ihr noch eine Location wisst, kennt, direkten Kontakt zu einer Location habt, die gut ist, dann könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben. Gibt halt so ein paar Grundbedingungen. Die Location muss ein bisschen was zum Fotografieren auch bieten. Ne? Also einfach nur ein Stoppelfeld ist nix. Also muss schon irgendwas Fotografisches, Interessantes da sein. Wobei wir jetzt nicht den Vordergrund auf Lost Place haben, aber Lost Place wäre halt genial. Es muss Platz sein, dass man dort... Was grinst du so? Nichts. Ich lese ja nebenher den Chat. Was gibt's denn hier schon wieder im Chat? die Location muss halt... Platz haben, dass wir da zelten können, campen können, weil ja so viele dort gecampt haben. Ich glaube, das Campen und das Zelten dort, das macht auch das Feeling einfach aus. Das muss vor Ort sein. Ja. Genial wäre natürlich Strom und Wasser, wobei das ist Luxus. Kriegt man das auch kriegen wohl. Wir auch anders organisiert. Kriegen wir auch anders organisiert. Und es muss bezahlbar sein. Und irgendwie, es muss halt Fläche sein, weil wenn wir sind über 50 Leute mit allen Helfern und so, sind wir dann an die 60 Leute. Da muss Platz sein, dass man sich austoben kann. Wenn ihr da was wisst, schickt uns gerne eine E-Mail, noch sind wir halt, also haben wir noch nichts Finales
Und wir wollen halt gerne irgendwie umziehen, aber können es noch nicht hundertprozentig sagen, ob es gelingt. Wenn wir nun gar nichts finden, was wirklich direkt hineinkommt, also was wirklich dafür zutreffen würde, dann weiß ich nicht, vielleicht gehen wir dann doch nochmal zur alten Location über. Müssen wir mal sehen. Also da muss man auch ziemlich viel schauen. Das ist auch immer viel Recherche. Da muss man mal gucken, ob das der Aufwand dann auch wert ist. Wir hatten ja wirklich bei den letzten, nur vom Aufbaubild zeigen, das war echt Wahnsinn. Hier mal Tavi in bester Pose. Ja, da hatte ich bestimmt den Kontrollblick gerade. Ja, sie hat alles kontrolliert dort. Wir hatten ein riesengroßes Zelt. Danke nochmal an Mike, an unseren Helfer, der ist Teammitglied, der das Zelt organisiert hat. Seht ihr auch dort, der Mike in Blau. Und die Bibi, die daneben ist, ihr guckt, glaube ich, zu. Ja, die sind bei. Wir grüßen euch. Wir umarmen euch, wir knuddeln euch sowieso alle. Aber euch ganz besonders. Obwohl wir euch gerade nicht knuddeln dürfen. Und ja, also da seht ihr auch mal ein bisschen, was wir an Equipment hatten. Also wir hatten einen riesengroßen Sprinter und mein Caddy Cat, ein großer Caddy, war auch randvoll. Nee, ist immer randvoll. Und hatten wirklich ohne Ende Equipment mit, um da echt was Cooles aufzubauen. Und dann kam ja noch so eine große Spedition, weil, muss ich mal hier zeigen, der Jochen Kohl, den seht ihr hier rechts im Bild, hat einen kleinen Drucker mit am Start und hat echt diesen großen Drucker gebracht. Der Drucker kam mit, was war das, mit einem 7,5-Tonner sind die da hingefahren. Alter, das war auch alles ein Abenteuer mit diesem Riesendrucker. Und dort wurden dann alle Bilder halt von den Teilnehmern gedruckt und jeder hat ein Gruppenbild ausgedruckt bekommen. Also das war wirklich schon, glaube ich, echt rundum genial. Es hat so Spaß gemacht, das Ganze. Deswegen will ich es ja eigentlich so machen. Hier nochmal einen Ausblick aus dem Zelt. Also es war wirklich geil. Nur zu kurz. Dass ich wenig schlaf. Ja, deswegen gibt es ja ein Plänchen, ne? Deswegen, ja, der Plan ist definitiv, ich glaube, das müssen wir auch machen. Nächstes Jahr, ich will es nicht versprechen. Ich will es nicht versprechen, aber wir wollen definitiv gerne einen Tag länger machen. Also das nächste Jahr soll das Festival nicht von Freitag bis Sonntag gehen, sondern von Donnerstag bis Sonntag. Das ist der ganz große Plan, den wir haben, den wir irgendwie umsetzen, weil die Zeit einfach zu knapp war. Und dass man sich kennenlernt, weil man braucht mehr Zeit, untereinander quatschen, dass man alle sich connecten können, das ist ja das Hauptaugenmerk. Wir wollen nicht irgendwie eine Zwei-Klassen-Gesellschaft haben bei dem Festival, wie es manchmal woanders ist, sondern wir wollen das alles ganz ebenerdig haben, dass wirklich jeder mit jedem quatschen kann, jeder mit jedem was machen kann, dass sich wirklich alle einmal durchmischen und durchtauschen und Erfahrungen austauschen und das ist einfach das, was uns auch nochmal so zählt, wir uns einfach alle auch nah sind. So, genug dazu. Zu dem Festival. Kommen wir mal zum... Machen wir erstmal hier wieder groß. Deine Mütze geht gar nicht mehr an, ne? Ich muss das immer noch reparieren. Normalerweise leuchtet das hier oben. Aber brauchst du... Letztes Jahr hat sie nicht geleuchtet und du hast behauptet, du würdest es reparieren. Du strahlst aber so schon wieder Sonnenschein. Und schöner als jeder Weihnachtsbaum. Jetzt. Von jeder Lichterkette. Pass auf, du hast keine Anti-Rutschsocken. Ja. So, genau. 2020 war ein cooles Jahr. Ich hatte mir überlegt, ich zeige euch mal so meine Bilder, weil ich glaube, viele Bilder will ich dieses Jahr nicht mehr machen. Was ich jetzt noch vorhabe, ist eigentlich ein Weihnachtsbild und ein Silvesterbild. So meine Bilder, die ich dieses Jahr gemacht habe, wo ich mir denke, so, ja, ich glaube, das waren coole Bilder. Das war schwierig. Kann ich euch nur raten, ich mache das mittlerweile, nehmt mal alle Bilder, die ihr gemacht habt im Jahr und packt die in einen extra Ordner und guckt mal so durch und überlegt mal so, welche waren die genialsten Bilder, welche waren die schönsten Bilder, woran erinnert ihr euch meistens sehr gut, das sind ja auch viele Bilder, woran man sich noch erinnert, die man mit was Besonderem verbindet, das ist auch immer genial. Ich habe mal so ein paar Bilder rausgenommen, wo ich sage, ja, mit denen bin ich eigentlich ganz happy. Die finde ich ziemlich cool. Die haben Spaß gemacht. Und zwar auch dieses Bild hier. Das ist hier bei uns an der Wietze entstanden. Also das ist so einen Kilometer weiter im Wald gewesen.
Und ich hatte mir zu Anfang des Jahres mal so das Thema Blumen genommen und so Gewächse. Habe leider nicht mehr damit gemacht. Muss mal wieder mehr, aber irgendwie die Zeit lässt es auch nicht einfach zu. Ja, schöne Blümchen. Ja, weil es einfach Spaß macht, gerade so in diese Richtung zu gehen. Das ist einfach genial, macht Laune. Grüße an die Claudia, die immer fleißig mit den Blumen dabei ist. Die macht ja auch echt coole Sachen. Guck mal bei der Pott leuchtet. Wahnsinn, was du da mittlerweile echt entwickelt, sondern Blades machst, das finde ich echt cool. Da solltet ihr einfach mal reinschauen. Claudia macht da echt geile Sachen. Ja, das waren so für mich, also diese Blumenwelt, die fand ich cool. Hat eine Weile gedauert. Ich glaube, ich habe 3-4 Versuche gemacht bei dem Bild. Das Schwierigste war halt, die Linie zu ziehen und dann dabei gleichzeitig auch mit diesem Blade dann die Blätter daran zu heften. Da muss man sich halt das alles irgendwie ein wenig gut merken. Dann das nächste Bild. Daran ist die Tabi sehr beteiligt gewesen. Das war unsere Pusteblume. Die Tabi hat mich drauf gebracht, wie ich diese Pusteblumen machen kann, also diese Püsteln. Und wenn man mal genauer hinguckt, die Pusteblume ist gar nicht so groß wie die Pusteblumen im Umfeld. Das ist, da ist auch noch mal getrickst. Ich habe die Pusteblume, die ist eigentlich so groß gewesen, wie ich groß bin. Hab die dann geschrumpft im Bild mit der Aufnahme. Und hab die dann in dieses Pusteblumenfeld mit hineingesetzt. Diese Technik mit diesem Schrumpfen und alles erkläre ich euch übrigens nächstes Jahr im Workshop Intermezzo von der Photo & Adventure im März in Duisburg. Dort mache ich so einen experimentellen Workshop zum allerersten Mal, wo es halt auch um die Technik geht, wie kann ich Objekte schrumpfen, vergrößern und einfach mal ganz andere Techniken, als wir sonst machen. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool, wenn man so mit Größenverhältnissen ein bisschen spielt. Und hier war mal ein Ziel, die Pusteblume wirklich so groß zu machen wie die anderen Pusteblumen. Und dann so diese, wie heißen denn die eigentlich? Samenstände? Ja. Pusteln? Samenstände. Pusteln? Nein, nicht Pusteln. Die kleinen Schirmchen halt. Schirmchen halt wegmachen. Ja, genau, die Samen. Genau. Ein anderes Bild, was mir so ein bisschen, wo ich immer gerne zurückgucke, war, was ich auch Anfang des Jahres gemacht hatte, geht jetzt wieder los, war Star Trails. Hatte ich ein Light Painting mit Star Trails gemacht, hatte ich schon lange mal vor und habe das dann endlich mal umgesetzt. Das Bild ist 3 Stunden aufgenommen worden im Live-Comp-Modus, muss ich dazu sagen. Da muss ich nachher nochmal sowieso drauf eingehen. Das heißt, die Kamera ist durchgelaufen, die Olympus-Kamera mit Live-Comp, habe das Bild gemacht und bin danach nach Hause gegangen, hab eine Serie geguckt und nach 3 Stunden wieder hin. Hab die Kamera eingesammelt. Ist einfach nur im Live-Comp halt so easy, weil ich am Ende eine RAW-Aufnahme habe und dann halt diese ganzen Star Treks mit drin und dann habe ich nicht um 1000 Aufnahmen. Das hat es mir einfach ermöglicht, das leicht zu machen. Jetzt. Ich musste da gerade mal was testen. Ja. Es geht, ne? Ja, natürlich geht's. Du hast die Erleuchtung. So, okay, Star Trek. Aber das ist nur ein Punkt. Ja, es ist nur, das geht ja nicht anders. Star Trek-Aufnahme macht übelst Laune, probiert das auch mal aus. Vor allem mit Light Painting finde ich das sehr cool, macht sehr viel Spaß. Am einfachsten geht es, wenn man ein manuelles Objektiv noch dabei hat. Weil man dann zwischendrin die Blende wechseln kann. Dann hat man nicht die Gefahr, dass das Light Painting überstrahlt. Hier hätte ich meine Lampen gedimmt extra, damit die nicht zu hell werden. Und dann halt laufen lassen. Also mit Olympus-Kameras ist das absolut easy. Und dann wirklich mal einfach eine ganze Weile laufen lassen. Ausrichten nach dem Polarstern, nach dem Nordstern. Wenn man auch das so haben möchte wie ich. Dass sich alles um mein Zentrum herumdreht. Dann sehr schönes Bild, so von der Geschichte her auch, ist in Crossen entstanden. Das war bei uns, also ist unsere neue Workshop-Location, wo wir dieses Jahr ja zum ersten Mal waren. Das Schloss Crossen mit diesem genialen Saal. Und da waren diese 1000 Stühle immer drin, weil ja auch der Saal wird halt für Veranstaltungen genutzt. Und da sind dann diese 1000 Stühle drin. Und ja, was man manchmal auch schlecht macht, einfach nicht die Stühle wegräumen. Wir haben sie dann genutzt in dem ersten Workshop-Wochenende und haben die dann beleuchtet mit Taschenlampen und diese Schatten gesetzt. Ich finde, dadurch hat gerade das Bild Charakter und für mich ist es halt so,
hat die Kugel dort und die wartet halt auf Zuschauer. Das sind unsichtbare Zuschauer. Er nutzt sowas dann auch einfach mal. Ich finde ja sowieso, Schatten machen einfach ein Bild auch aus. Ich glaube, würde hier diese Schattenbildung mit diesen Kühlen nicht sein, dann würde das Bild überhaupt nicht diesen Charakter haben. Deswegen nutzt es. Spielt mit Licht und Schatten. Das macht ein Bild interessant. Und macht das Ganze wirklich richtig, richtig spannend. Und wo wir schon mal im Schloss Crossen sind, eins meiner Lieblingsbilder eigentlich so dieses Jahr, was im letzten Deluxe-Wochenendkurs entstanden ist, dieses Musikbild. Jemand hatte mir vorgeworfen, ich hätte die Noten damit einen Pixelstick gemacht. Oder gestempelt, irgendwas habe ich da mal gehört. Ich habe die Notenlinien, das war so ein Schranklicht oder was das ist. So eine kleine Leuchte mit vier LEDs drin, habe ich die Notenlinie gezogen und danach bin ich mit einer kleinen abgeklebten Taschenlampe hinterher und habe die Noten gesetzt. Also die habe ich dann blind auch in den Raum reingesetzt, die Noten. Habe mir dann halt wie beim floralen Ornament selber dann gemerkt, wo ich dann in der Position bin, in der Höhe, dass ich dann halt die Noten direkt hinpacken kann. Also ich orientiere mich immer ganz viel in meinem Körper und so habe ich das auch hinbekommen, dass die Noten dann halt wirklich auch da passen, dass sie dann halt wirklich nicht sonst wo im Raum sind, sondern schon zur Notenlinie mit hinpassen. Und ich finde dieses Bild irgendwie, das ist halt eins meiner Lieblingsbilder. Einfach irgendwie schön, ich finde das magisch, ich finde das, deswegen ist das ganz klar für mich in diesem Jahr mit bei meinem Best-of. Ein anderes Foto, ich glaube, sehen auch alle so, dass das mit definitiv dazugehört, ist beim Light Painting Festival entstanden, ist auch einmal diese Geschichte dazu. Mega cool. Das ist ein Workshop-Bild, das ist ein Workshop entstanden. Die Leute, die dabei waren, wissen das, glaube ich, wie das war. Eine Workshop-Teilnehmerin, ich weiß nicht mehr, wer es leider war, hatte gefragt. Also, falls jemand nochmal weiß, ich weiß, es war eine Frau in dem Workshop, aber ich weiß auch leider nicht, es war ja dunkel. Na? Ja. Also wer den Namen nochmal weiß, gerne nochmal uns schicken. Und sie hatte gefragt, genau, wie sieht es denn aus, wenn ich die Taschenlampe mit dem Tube, weil ich sonst immer seitliche Flügel mache, wenn ich das mal nach oben bewege, so wegdrehe, wolltest du mal wissen. Und dann habe ich das einfach gemacht und dann ist ein erstes Bild entstanden und dann sah so cool irgendwie aus. Dann habe ich gedacht, oh komm, dann machen wir es mal so. Und dann ist hier diese... Ja, genau, bis dato waren Olafs Flügel sozusagen, diese Spiralen, waren immer nur horizontal ausgerichtet. Genau. Und sie hat halt gesagt, naja, aber wenn das Flügel sein sollen, Flügel müssen nach oben gerichtet sein. Ansonsten ist das für sie eher irgendwie negativ sozusagen. Die Flügel, die müssen halt direkt zum Abflug bereit gespannt sein sozusagen. Und deswegen hatte sie vorgeschlagen, die nach oben zu machen. Und dann haben wir das halt ausprobiert. Das war jetzt nicht gleich dieses Bild, sondern das war erst noch ein anderes. Das habt ihr vielleicht auch schon mal auf Facebook oder auf Instagram gesehen, so ganz in Rot gehalten. Sieht so ein bisschen fast dämonisch aus da in dem Fall. Und dann hatte ich mir das aber, glaube ich, auch angeschaut und dann habe ich Olaf nämlich vorgeschlagen, dann machen wir zwei große nach oben und zwei etwas kleinere nach unten, dass es halt so libellenmäßig aussieht. Und darüber ist das entstanden. Ja. Ich finde es halt mega cool und passend dazu ist halt auch das nächste Lieblingsbild von mir. Tabi mag ja Kleider und Tabi hat sich da ein besonderes Kleid zugelegt. Das hatten wir in Beelitz nach dem Workshop noch schnell gemacht, das Bild noch schnell. Ich glaube, das hat eine Stunde gedauert, bis da alles gepasst hat. Aber ich mag es auch einfach, das ist so ein cooles Foto. Irgendwie, ich mag es. Also, mit dem anderen auch, es ist einfach irgendwie schön geworden. Also mit dem Fallschirm, das war ja ein Fallschirm, den du da anhattest. Mhm. Und ja, also ich muss euch immer sagen, also Tabi ist ein ziemlich gutes Model. Sieht halt gut aus, ja, darf ich ja sagen. Ja. Und du kannst ja gut stillhalten. Ich meine, die Bilder, die dauern ja alle ein paar Sekunden, einige Sekunden, manchmal über eine Minute auch. Und du bleibst ja auch einfach stehen. Schön. Und das ist nicht verwackelt und irgendwas. Also wir sind da halt noch ein eingespieltes Team und 3-4 Versuche. Ja, bei dem Bild waren es, ich weiß es nicht, wie viele Versuche, waren ein paar. Und wo wir schon bei Tabi sind, Tabi, du bist zu oft irgendwie bei mir drauf.
Aber das ist auch so, wo ich mich gerne dran erinnere. Stefan Wiesner, den kennt ihr vielleicht ja auch alle, müsst ihr mal gucken, bei YouTube, extrem bekannter YouTuber. Und hat ein cooles Magazin, das Zielfoto. Ja, das nächste könnt ihr euch mal holen, das Norddeutschland, da ist auch ein Artikel von mir mit drin. In der Ausgabe Nachtfotografie war ich auch mit einem Artikel vertreten und der Stefan Wiesner hatte uns mal eingeladen, im August oder so war das, und da hatten wir ein Foto gemacht, hatten dieses hier gemacht, da ist ein richtig cooles Video bei rausgekommen und das müsst ihr mal bei ihm am Kanal da gucken, da seht ihr, wie das entstanden ist, das hat echt Spaß gemacht. Dann hat man noch ein zweites Video gemacht, wo wir seinen Bus, seinen neuen VW-Bus beleuchtet haben, in Szene gesetzt. Auch geil geworden. Also auch nochmal, Stefan, wenn du das siehst, ich auch nochmal Grüße an dich und vor allen Dingen auch Grüße an Sebastian, der die ganzen Videos so geil schneidet. Guck mal bei den beiden nach, also einfach Stefan Wiesner bei YouTube eingeben oder Facebook, Instagram sind sie überall vertreten. Verdammt cool. Und sucht mal die beiden Videos, die findet ihr da ganz schnell. Weil ich finde das Bild auch einfach schön. Da ist übrigens von hinten mit der MT18 geleuchtet worden. Ich hatte die MT18 mit den gelben Farbfilter genutzt und habe dann die Bäume von hinten gestrahlt. Dann hatte mich ganz rechts an den Baum dahinter gestellt und dann so ein bisschen nach rechts und ein bisschen nach links geleuchtet. Und dadurch ist so diese schöne Ausleuchtung entstanden. Und noch ein cooles Foto ist ja das hier irgendwie. Auch in Crossen entstanden, im Schloss. Ja, mal ein einfaches Bild, wo ich wirklich nur so Bodenlinien gemacht habe. Die Workshop-Teilnehmer, die dabei waren, die haben es gesehen, wie es entstanden ist. Das war beim zweiten Versuch. Das ist mit einer Kaltlichtkathode entstanden. Schon wieder der zweite Versuch. Das hat aber lange gedauert, ne? Ja, wirklich, ey. Ja, du musst mehr Versuche machen, oder wie? Also ich hatte den Kaltlichtkathode, habe die abgeklebt, deswegen musste ich auch erstmal drauf kommen. Ich glaube, manchmal ist man so verkopft irgendwie in seinen Sachen. Kaltlichtkathoden dann auch einfach mal abkleben und sowas, das macht halt das Ganze schöner. Nicht nur immer irgendwie alles durchgängige Lichtlinien und Spuren, sondern wirklich auch mal abkleben und Unterbrechungen reinbringen. Und da habe ich hier diese ganzen Ringe gemacht in diesem wunderschönen Flur. Zählt auch irgendwie für mich in der Bilder halt so vom von diesem Jahr, aber es sind ja viele Bilder. Genauso wie auch dieses Bild, was auf Usedom entstanden ist, wo wir eigentlich Kurzurlaub waren. Ich wollte unbedingt ein Lightpainting und ich wollte unbedingt an dieser Stelle mit diesem Signalfeuer, was da steht, was aussieht wie eine Windmühle oder Leuchtung, ist ja nur ein Signalfeuer, ein Bild haben. Und ja, es war einfach cool. Kann ich auch nicht vergessen. Da sind wir losgegangen und haben die Kofferraumklappe vom Caddy offen gelassen. ja, da hatten wir sehr, sehr Glück, dass da auf dem Parkplatz nette Leute saßen, die uns noch schnell hinterhergerufen haben. Also das, dieses Leuchtfeuer da ist ja auf der polnischen Seite von Usedom. Und die Leute, die uns da den Hinweis zugerufen haben, wir konnten sie auch nicht verstehen, aber es war im Kontext klar. Also man dreht sich ja dann um, wenn einer so ruft. Wir waren einfach dusselig und wären mit geöffnetem Auto einfach weggelaufen, um Fotos zu machen. Also nicht mit dem Auto weggelaufen, dann hätten das Auto offen stehen lassen. Das ist so dieser Klassiker. Manchmal ist man echt verpeilt. Ja. Weil wir mussten uns ja schließlich auch beeilen, ne? Wer hat wieder den Druck gemacht? Ich. Ja, das war so eigentlich so das ganze Best-of so von diesem Jahr und dazu zählen natürlich auch viele andere Bilder. Ich habe mal hier so ein paar Workshop-Bilder zusammengestellt, die in verschiedenen Workshops entstanden sind. Dieses Jahr jetzt hier zum Beispiel die Wanderkurs, Foto, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie habe ich es genannt? Heidewalk. 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 Für alle, die dabei waren, ne? Heidewalk. Ja, Heiderun, ganz genau. Also unser Herr Solek muss dann doch nochmal. Das waren die vorgelaufen sind, die wollten so schnell. Ja, also wir brauchen ein bisschen mehr Zeit, um dann doch nochmal auch die Heide
noch intensiver fotografieren zu können während des Hyde Walks. Ja, das sind viele coole Bilder gewesen. Also dieses Jahr, wir hatten ja viele Workshops dieses Jahr mit vielen Erlebnissen. Wo war man dieses Jahr überall? Wenn ich mal so gucke, es war Duisburg, Köln, LPF können wir auch dazu zählen, Oranienburg, es war Belitz, es war Crossen, Frankfurt am Main, es war Stuttgart, es war Hannover, es war Hamburg, es war Duisburg. Lüneburger Heide, Duisburg hatte ich schon. Weiß es nicht. Also ungefähr so 10 Locations waren es dieses Jahr, 10 verschiedene Städte, Orte. Boah, ich habe wahrscheinlich irgendwas vergessen. Hamburg hattest du? Ja, ja. Also nächstes Jahr könnt ihr, wir haben hier Fehler. Was ist denn hier schon wieder los? Aber gucken wir mal, noch funktioniert's. Ein Hoch auf unsere Internetleitung. Also falls es gerade ruckeln sollte, irgendwas spackt hier auch ein bisschen rum. Ja, schließt den mal. Ansonsten geht ihr mal alle bei mir, wenn ihr für nächstes Jahr schon Terminübersicht haben wollt, geht ihr mal auf gut, es ruckelt nichts, alles gut. Geht ihr mal bei mir auf solec.de/Termine. Da bekommt ihr die komplette Terminübersicht für nächstes Jahr. Gehen ganz viele Workshops schon online. Wir sind nächstes Jahr auch an den ganzen bekannten Orten wieder. Wir werden auch in Nürnberg sein, Berlin, München, Magdeburg mache ich auch. Leipzig kommt nächstes Jahr. Leipzig Stadtbad haben wir wieder. Da ist noch ein Kurs. Bei einem Kurs haben wir noch ein paar Plätze frei. Ich glaube 5 Stück oder so. Belitz wird es nicht mehr geben. Belitz Heilstätten wird es wohl nächstes Jahr nicht mehr geben als Location. Weil die haben jetzt den neuen Fokus dort auf die Location gesetzt. Das soll halt mehr für Veranstaltungen genutzt werden. Also für Konzerte, Lesungen. Das wird jetzt dort mehr gebaut, das Dach wird gemacht und es soll dann teurer vermietet werden. Film und Fotogeschichten und das rentiert sich dann nicht mehr. Die wollen halt etwas andere Nutzung jetzt dort haben und das wird ja wirklich jetzt immer mehr umstrukturiert. Wer jetzt schon mit dort war, weiß, dass da immer mehr passiert ist. Da wurden Toiletten in dem einen Haus schon eingebaut und dann war da ein lustiger Teppich im Saal. Bildet wird wohl Geschichte gewesen sein dafür. Weiß es noch nicht hundertprozentig, aber es sieht sehr gut aus. Haben wir mit GoToKnow eine neue Location am Start nächstes Jahr. Ich werde morgen oder übermorgen wohl Info bekommen von GoToKnow, ob das alles klappt. Es wird eine krasse Location sein, die wir da jetzt versuchen hinzubekommen. Und es wird, wenn es funktioniert, schon 2 Termine im Februar geben. Auch bei der Location gibt es schon wieder Schwierigkeiten, weil die da auch irgendwie planen, was Neues zu machen. Also die versuchen ja überall irgendwie zu bauen. Ne? Also jede Location denkt immer so, wir bauen jetzt und dann bauen sie doch nicht, weil dann doch kein Geld mehr da ist. Nürnberger Stadtbad habe ich zum Beispiel gehört, die bauen da immer noch nicht, weil sie kein Geld haben. Aber machen nichts mehr. Lasst euch überraschen. Es kommt auf jeden Fall da noch eine neue, geile Location mit GoToKnow und ich glaube, das wird ein kleiner Kracher, weil wir daneben Schloss Crossen dann doch nochmal echt ein geiles Ding haben. Aber Strelitz ist da gerade gefallen. Neustrelitz? Was ist denn Neustrelitz? Warte, habe ich auch schon. Ach so, Neustrelitz. Ach, da waren wir. Neustrelitz, die Artbase. Ah. Die Artbase haben wir uns angeguckt. Nee, also die Artbase würde ich für Workshops selber nicht nutzen. Artbase ist es nicht, das Ding. Anstalt. Ist was anderes Cooles. Alles Termine erfahrt ihr bei solec.de/Termine oder aber auch Newsletter anmelden, Facebook, Instagram, da bringe ich ja überall alles einmal bekannt, mache ich alles bekannt, was es dort so gibt. Jo, lasst euch einfach mal überraschen, das wird was Cooles. Weil ich gerade gesehen hatte, ja, Magdeburg machen wir so einen Freestyle-Kurs dort am alten Hafen. Sehr, sehr geil dort. Und natürlich, wenn ihr ein Fotoclub seid oder so, wenn ihr mehrere Leute seid, könnt ihr mich anschreiben und dann machen wir einen individuellen Workshop, wo ihr es gerne hättet
Wann genau. Wenn ihr es gerne hättet. Individuellen Termin, individuellen Ort. Ah ja, habt ihr alle verstanden. Also wir machen individuellen Workshop, wenn ihr es möchtet, wenn ihr mehrere Leute seid, so 10 Leute anschreiben und guckst du dein Bild in Verzögerung an, dann machst du nochmal. Ja. ja, ich sehe schon, Mallorca. Ja klar, warum nicht? Wer kommt mit nach Mallorca nächstes Jahr? Also ich hätte schon Bock, also so November rum. November irgendwie so nach Mallorca hätte ich Bock. Und... Ja, war auch mal... Wo hatten wir nochmal auch angedacht? Oh, ja, Valencia hat man überlegt. In Portugal hat man überlegt. Luxemburg soll noch kommen. Österreich ja. Machen wir noch nächstes Jahr. Schweiz soll noch kommen. Nee, war Valencia? Nee, nicht Valencia. Wie heißt denn das? Das mit den ganzen Kanälen. Venedig! Genau. Ja, Malta oder Mallorca, ist doch egal. Aber auch das hieß anders. Ach nee, wie wenn heißt das? Wenn man falsch schützt, dann wie hat das denn gesagt? Wie hat das gesagt? Egal. Ach, irgendwas, ich weiß es nicht. Wir machen Mallorca, es ist schon spät, ich trinke mal mehr Cola, dann läuft das alles. Lasst euch überraschen, es kommt auf jeden Fall noch mehr. So. Kommen wir mal zu euch, zu euren Bildern. Ach so. Justin, have a problem? Ach so, wenn du das jetzt wieder startest. Na, ich hoffe, dass es funktioniert. Ich habe lustigerweise sowieso hier. Was? Ja. Ich muss gleich mal gucken, dadurch, dass ich den PC vorhin ja neu starten musste, war mir ein bisschen was krachen gegangen. Und ich versuche das jetzt mal wieder hinzubekommen. Und zwar möchte ich eure Bilder zeigen. Aber ich versuche das mal kurz. Du kannst ja mal das hier, deine Arbeit, was du gemacht hast. Aber du hast es noch gar nicht. Ich habe es... Ja... Muss das jetzt hier noch und so? Der PC errechnet. Hoffen wir, dass er nicht abschmiert. Denn anders kriege ich das nicht aber, hin. Aber um das hier zu zeigen, das müsstest du dann ja auch nochmal hier die Kamera umstellen. So, ich muss die Kamera. Im besten Fall, glaube ich. Ja, aber du kannst es ja erstmal so zeigen. Genau. So. Ja. Ja, du genau. Bist dran. Was hatten wir das überhaupt schon mal angekündigt? Ja, wir hatten es schon mal grob angekündigt. Ah, okay. Also wir hatten es schon mal grob angekündigt. Es ist nun Wahrheit geworden und ihr habt es auch schon teilweise genutzt. Jetzt, Spannung steigt. Es gibt Gutscheine. genau, ihr könnt auf solec.de jetzt Gutscheine erwerben, weil es ja mit dem Workshop sowieso auch schwierig ist oder ihr wollt jemanden beschenken. Haben wir jetzt Gutscheine und was haben wir? 25, 50 und 100 Euro gemacht. Wenn ihr mehr verschenken wollt, kriegen wir auch hin. Und Tabby hat sich echt Mühe gegeben. Warte mal, ich mach mal hier andere Kamera an. Und Tabi hat einen richtig schönen Gutschein designt. Also ich finde den echt geil von der Optik her. Den. Das ist ein Fake-Code. Okay, gut. Nicht wundern. Also den Code könnt ihr gerne probieren. Also hier unten steht ein richtiger Code drin. Ich habe einen Fake-Code eingegeben. Und ihr bekommt dann einen richtig schönen Zettel, wo dann so ein paar. Also ihr bekommt nicht den Zettel, sondern ihr müsst das halt selber ausfüllen. Das wolltest du doch nicht zeigen. Achso, dann wird das überraschend. Deswegen ist doch weggefaltet. Achso. Oh. Also da ist noch ein bisschen mehr drauf, was ihr dann bekommt. Aber das bekommt ihr dann als PDF. Individuell für euch. Und könnt es dann selber ausdrucken. Ist jetzt bei mir im Shop mitzufinden, wenn ihr jemanden beschenken wollt und noch nicht wisst, welchen Workshop oder. Also es kommen ja noch viele Workshops nächstes Jahr zum Beispiel. Aber die noch nicht online sind,
Oder weil es auch alles so unsicher ist und sowas. Oder ihr wollt einfach einen Gutschein. Also man kann auch einen Gutschein kaufen und vergessen, dass man einen Gutschein hatte. Genau. Also die Corona-Soforthilfe. Ne? Die Corona-Soforthilfe wäre auch möglich. Also gibt es jetzt im Shop. Ein paar haben schon genutzt. Und zu Weihnachten ist das, glaube ich, eine coole Sache, dass man jemanden beschenken möchte. Gibt es jetzt was Schönes. Und die Gutscheine. Es wird noch die Bonuskarte geben. Nach der war ja auch schon mal gefragt. Mhm. Tabi ist dabei, die Bonuskarte zu designen. Die gibt es definitiv im nächsten Jahr, die Bonuskarte. Und zwar haben wir gesagt, Bonuskarte wird so sein, dass es gestempelt wird. Ihr bekommt pro Besuch beim Workshop einen Stempel. Wir stempeln alle Workshops, die ihr dieses Jahr schon besucht habt, und so stempeln wir nach. Bei 5 Stempeln kriegt ihr ein Überraschungsgeschenk. Lasst euch einfach überraschen, da kommt etwas. Und wenn ihr die 10 voll habt, 10 Stempel, bei 10 Stempeln gibt es einen Workshop for free. Ihr kriegt einen 100% Rabattgutschein für einen Workshop. Egal, ob es jetzt der Workshop in Hamburg ist oder ob es das Deluxe-Wochenende ist oder. Ihr kriegt bei 10 vollen Stempeln halt einen Workshop for free. Einfach als Dankeschön, als treuer Bonus, weil ja wirklich viele von euch schon öfter dabei waren und einfach immer Bock haben und wirklich fleißig unterstützen. Da möchte ich auch einfach nochmal Danke sagen. Dass ihr wirklich so coole Leute seid. Das macht jetzt Spaß. So, jetzt funktioniert das hier auch alles. Kommen wir mal zu den Bildern. Ihr habt fleißig Bilder eingereicht. Und wir fangen an mit Bild Nummer 1. Und zwar haben wir hier vom Jan-Luca Geisler ein Bild. Du kannst es jetzt ja auch mal eigentlich sehen. Und ich habe festgestellt, es ist wieder Winterzeit, wieder Weihnachtszeit. Die Leute, also alle gehen irgendwie wieder mehr rein. Mehr nach, machen Lightpainting innen. Also Kaleidoskop ist wieder angesagt, Spirografie ist wieder angesagt. Das könnt ihr übrigens sehr gut bei mir auch auf YouTube gucken, in meinem Kanal. Da habe ich eine Anleitung dazu gemacht, wie man das alles macht, wie man das hier baut. Und nächstes Jahr gibt es das auch bei diesem Spezialworkshop bei der Foto und Adventure. Und zwar hat der Jan-Luca dazu geschrieben, auch hier, ich habe dieses Bild aus quasi 2 Bildern entstehen lassen. Das erste Bild habe ich mit einer Glaskugel auf einem Spiegel gemacht. Dann habe ich das Bild auf meinem Handy aufgerufen und dieses dann durch ein Kaleidoskop fotografiert. So sieht man die Glaskugel im Kaleidoskop und das finde ich mal extrem clever und wirklich cool. Also erst ein Bild zu machen, das dann aufzurufen und dann nochmal Lightpainting dazu machen, das finde ich mega geil. Großes Lob eigentlich. Also mir gefällt das Foto. Ich finde das, schön. Ich finde das einfach nur cool. Auch mit der Glaskugel. Das ergibt ein wunderschönes Muster. Das Rote, das sieht aus, als hättest du dann L-Wire noch dazugelegt. Ich finde, das sieht ein bisschen das Blaue, dadurch, dass es auch so eisig ist, sieht es auch so ein bisschen jetzt thematisch wie eine Schneeflocke gerade aus, oder? Ja. Also gibt ja auch welche, die jetzt nicht nur so ganz verästelte Arme haben, sondern auch die ja so ein bisschen mehr. Ich finde das halt cool, weil viele Leute nehmen bei diesem Kaleidoskop sonst einfach nur fertige Vorlagen und packen die da ran. Aber ich finde das mal so richtig cool, sich ein Painting zu machen aufs Handy und dann das da als Vorlage zu nutzen. Das finde ich irgendwie nochmal kreativer, als einfach eine fertige Vorlage da ranzupacken. Also für mich gibt es da absoluten Daumen hoch. Ich finde das schön, ich finde das super gemacht. Das ist ein tolles Bild. Da fällt mir eigentlich nichts an, was da anders sein sollte. Also von daher, hier gibt es Daumen auf jeden Fall hoch. So, jetzt muss ich mal gucken, ob das hier. Ich muss ja so viele Knöpfe drücken. Warum mal Regiemenschen? Sodele. Na? Ich will auch den Namen mit einblenden. So, nächstes Foto. Bam. Das ist, gucke ich mir gerne an, dieses Bild. Bei dem davor war nicht der Name. Doch, war. Ich habe es gerade weggeblendet. Das ist von Sebastian Valenta. Grüße an die Möwenfraktion.
Ich habe vorhin schon gesehen, dass du mit ein paar Möhren da sitzt. Viele, viele Möhrengrüße. Apropos Möhren, wir müssen nochmal draußen im Gemüsebeet ein paar Möhren noch ernten. Also wer jetzt gerade nichts mit den Möhren anfangen kann, das ist auch etwas vom Light Painting Festival jetzt. Siehst du hier? Ja. Ja, aus diesem. Ja, er hat Möhren aus dem Ärmel gezaubert. Ja, mit einem Spannungsbogen, ich erwähne es immer wieder gerne. Er kam zu uns und wie ein Zauberer. Und dann hatte er nachts um 4 Uhr eine Möhre, die er gesnackt hat. Ja, auch immer nachts um 4 Uhr so große Möhren und snackt, ja. Aber cool. So, zu diesem Bild hat er entstanden ist das Bild bei mir auf Arbeit. Als erstes habe ich den Reifen gedreht, rundes Tool an die Felge gegaffert. Zwei Runden durchgehend gedreht und eine Runde im Strobo-Modus für ein bisschen Struktur. Auch cool, ne? Das sieht man jetzt ganz genau auch mit der Struktur. Ja. Dann den Kollegen platziert und die Leuchtstoffröhre für 2 Sekunden angemacht. Danach sämtliche Gegenstände, die Reifen, Montiermaschine, die stillstehende Feige und ihn noch mit einer modifizierten Werkstatt-Handlampe angeleuchtet. Fertig. Also, nice. Ich finde das Bild hammergeil. Ich finde das mega cool, diesen Reifen. Gibt es von mir absolut. Sieht auch geil aus. Sieht einfach aus wie ein Reifen, ne? Wie so ein richtiger Sportreifen, so ein Motorradreifen irgendwie. Also ich musste tatsächlich erst zweimal hingucken, ne, dass ich die Felge so richtig als Felge identifizieren kann, aber das mag an mir liegen, da ich dieses Maschinengerät da erkannt habe. Ja, das ist mal ein Foto, also nicht nur ein Bild, was mir ganz viel sagt. Ja, also es ist viel zu entdecken an diesem Bild. Es sind viele schöne Details. Es wirkt sehr authentisch. Es wirkt einfach, also du hast eine Geschichte hinter dem Bild. Ja. Das Einzige, das ist mir beim Betrachten so aufgefallen, das Einzige, was ich noch anders gemacht hätte, aber das ist jetzt wieder mein Geschmack. Für meinen Geschmack ist links ein bisschen zu dunkel. Ich hätte den Bildausschnitt ein bisschen weiter nach rechts gepackt. Einfach, dass man links nicht ganz so viel Schwarzbereich hat, so Mühe. Einfach. Ja, genau. Also das ist Meckern auf höchstem Niveau dann. Mühe, ne? Ja, das ist nicht viel. Das ist, ich glaube, man sieht meine Maus, wenn ich darüber gehe. Genau, man sieht sie. Einfach so bis hier hin ungefähr gegangen. Und ansonsten finde ich es geil. Also wenn man hier auch mal guckt euch das mal an. Das ist geil gemacht. Also 1A, absolut Lob von mir. Ich finde es ein schönes, cooles Foto, weil das ist eine Story. Das ist eine Story dahinter. Die macht das einfach. Ein cooles Szenario einfach, ne? Was man noch nicht so häufig gesehen hat. Ja. Ne? Also, dass es auch wirklich in so eine Arbeits- und Werkstattszenerie mit eingebaut wird. Und das ist halt cool. Das ist immer nicht so leicht. Das ist ja immer schwierig. Ja. So, kommen wir zum nächsten. Auch mal wieder den Namen noch einblenden. Ah, ist ja einfach hier alles. Achso, das habe ich gar nicht. Na gut, Pumpe. Das Bild, was wir gerade eben hatten, das war 108 Sekunden. Das jetzt ist von Nikolai Röttger. Ich habe, glaube ich, Nikolai schon im Chat einmal gesehen. Ist mir der Name aufgeploppt. Letzten Freitag bin ich bei kaltem Wetter nach Köln. Ich hatte überlegt vor, was für ein Hintergrund die Stahlwolle, wo er am besten passt, an meinem Foto. Achso, die Stahlwolle habe ich jetzt nicht genommen, weil ich das hier cooler fand. Das Bild hat er mit einem Blade gemacht. Und finde ich eigentlich auch. Ich finde es ein cooles Foto, ein schönes Bild. Das hat mir besser gefallen als das Stahlwolle-Bild. Ich hatte ja gesagt, ich nehme nur ein Bild pro Einreichung. Ich finde das sehr gut. Was mir sehr gut gefällt an diesem Bild, ist eigentlich der Aufbau. Und das ist mir gleich beim ersten Mal, also beim ersten Blick auch aufgefallen, dass absolutes Pluspunkt halt, dass die Kugel nicht irgendwie die Kulisse zerstört. Passiert meistens, dass man irgendwie mit den Orb dann den Hintergrund zerstört. Ich finde das schön, dass das hier genau bis zu dieser Kante hinreicht. Das gefällt mir. Den Orb eigentlich gut gemacht, also auch sehr gut gemacht. Es ist schwer, der sieht nach Freihand aus mit dem Blade, ohne Vorrichtung, ohne Stange. Sieht man so ein bisschen, dass er so ein bisschen nach außen gedrungen ist. Er ist halt nicht perfekt rund, aber ich finde ihn sehr sauber gemacht, sehr gut. Da kann man eigentlich nichts großartig meckern bei dem Orb, oder? Also ich finde es gut. Also man könnte noch darauf achten, dass man es noch ein bisschen sauberer hinkriegt, ein bisschen gleichmäßiger, dass der halt nicht so, sagen wir mal, nicht so
Bisschen, der sieht so ein bisschen aus, als hätte man oben ein bisschen drauf gedrückt. Was man sieht, wenn man jetzt hier ein bisschen reinzoomt, vielleicht als Verbesserungsvorschlag, du bist hochgegangen mit dem Blade und dann auch auf der gleichen Linie wieder fast runter. Und ich würde dann hier das so nicht machen. Und zwar wäre ich einmal nur hochgegangen und auf der nächsten Bahn wieder runter. Dann wäre die Blade-Spur noch klarer geworden. So überlagert sich das Blade im Stroboskop-Effekt ein wenig. Und dadurch ist dann hier das nicht ganz so klar zu erkennen. Also einmal nur hoch, dann weiter wechseln und wieder runter. Da wird das Ganze nochmal ein bisschen klarer zu sehen. Ansonsten finde ich das aber trotzdem ein schönes Bild. Ich finde es gut, es ist nicht überstrahlt, cool mit dem Riesenrad hier, der Himmel ist geil, vorne ist geil, so ist tolles Licht, tolle Langzeitbelichtung. Ich finde es cool, auch weil es hauptsächlich eigentlich in dem Fall kalte Farben sind, nur von ganz linken Rand kommt so ein bisschen dieses warme Gelb-Orange mit rein. Das ist halt passend, ne? Stimmig. Genau, und auch cool ist auch die Diagonale halt durch von diesem Schüttufer, sag ich jetzt einfach mal, also diese Steine, ne, dass die auch so eine schöne Linie noch geben. Das gefällt mir auch sehr. Ja. Also es ist wirklich... Finde ich cool. Also die zwei kleinen Verbesserungsvorschläge würde ich noch machen. Vor allem den einen halt darauf achten, dass man die Bahn nur einmal macht mit dem Stroboskoplicht. Ansonsten ist es halt wirklich ein tolles Foto. Nichts weiter groß zu meckern. Dann haben wir den nächsten. Ihr habt wirklich viele Bilder eingereicht. Ihr seid verrückt. Hat es einen Titel? Nein, leider nicht. Sehr mystisch, ne? Ja, deswegen. Irgendwie sowas wie Wanderer im Nebel oder irgendwie von, so. Von Roman Lehner. Das Bild wurde bei Nebel aufgenommen. Von der Technik her habe ich deinen Tipp mit der Maler Teleskoprolle übernommen. Wer das kennt, habe ich bei YouTube auch eine Anleitung gemacht dazu, wie man das baut. Als Lichtquelle diente eine Taschenlampe mit einer kleinen blauen PET-Flasche. Sehr clever. Das Bild wurde nachträglich nur ein wenig entwickelt. Die Farben kamen so aus der Kamera. Ich experimentiere derzeit von diesem weichen PET-Licht zu einem schärferen Neonlicht zu kommen. Gelingt mir allerdings noch nicht. Ich finde das weiche Licht, ich finde es halt sehr schön, diesen mystischen. Also ich finde das ein sehr stimmiges Bild. Also erstmal gibt es von mir Pluspunkte für die Kamera auszurichten. Dass die schön ausgerichtet ist mit den Pfosten links, rechts. Ich finde das geil mit dem Nebel, dass das man sieht gar nicht, wo der Horizont ist. Farben passen. Er hätte sich jetzt zwar noch vielleicht, ja, ist jetzt wieder Geschmackssache, ne? Ich glaube, ich selber hätte das Lichtelement nach hinten platziert. Ich finde es gut, dass es groß ist. Ja, aber ich wäre dann auch noch ein bisschen nach hinten gegangen. Aber ich weiß nicht, hätte ich ausprobiert. So, halt sehr geil. Klar, was gerne passiert, passiert mir auch gerne, dass man hier so einen Schatten vom Schuh hat. Das passiert manchmal. Da passiert mir ganz genauso. Das sind manchmal einfach blöde Momente. Da hilft es, wenn man sowas vermeiden möchte, wenn man vielleicht nachträglich nochmal kurz anleuchtet auf dem Boden, dass der Boden nachträglich nochmal ein bisschen Licht kriegt, dass man dann diese Schattenbildung weg hat. Das ist manchmal einfach unglücklich, wenn man da langläuft. Ansonsten finde ich das halt cool. Also der Orb ist schon sehr gut geworden. Geht natürlich immer noch sauberer, klar. Aber ich finde ihn schon schön. Passt zusammen. Also ist eigentlich, also er müsste gar nicht klarer wirken, weil das passt so für mich zum Bild halt. Ja. Also, das ist halt ich finde es halt auch so angenehm, ich finde es angenehm, das gewählte Tool. In dem Moment ist es ja jetzt in der Mitte sehr, 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 sehr hell gebrannt sozusagen und dafür dann außen umso mystischer und zarter, ne? Das passt halt was zu dem Motiv. Da hätte auch was Klares hier gewirkt. Mit der PET-Flasche kriegst du es nicht hin, weil die gerade eine blaue, die nimmt das nicht ganz so klar auf. Was du machen kannst, wenn du die ein bisschen doller sehen möchtest, vor allem gerade hier so bei den Seitenbereichen, da sieht man jetzt die PET-Flasche nicht ganz so dolle. Da kannst du sie dann anschleifen, die PET-Flasche noch ein bisschen anschleifen. Mhm. Oder du nimmst, jetzt komme ich nicht drauf, Butterbrotpapier, danke. Bitte gerne. Butterbrotpapier und legst es in die PET-Flasche rein, dass du nochmal einen stärkeren Leuchtkörper hast. Würde auch nochmal funktionieren. Halt das gleiche Problem, wie es bei den Tubes ist, deswegen ist es an den Seiten halt sehr durchsichtig. Das würde dann nochmal deutlicher wirken, wenn das dann halt da hier ein bisschen auch so klar zu sehen ist wie vorne. Aber ansonsten
ist das sehr gut. So, hier hin und her geklickt. Martin Preuß, du Nase. Wieso? Da darf ich sagen. Weil? Martin Preuß hat mir keinen Text dazu geschickt. Er hat mir heute ganz schnell noch ein Bild geschickt und keinen Text. Er hat doch gesagt, schreib doch mal ein bisschen was zu den Bildern. Naja, also wenn es keinen Text gibt, gibt es von uns auch keinen Text, oder wie? Das sieht doch irgendwie so ein bisschen, ich meine, er hat das Objektiv von der Olympus da so rein. Jetzt gibt es doch Text von uns. Naja. Naja. Ein bisschen. Also es hat lustig auch wieder mit Kaleidoskop. Schade, dass er nichts geschrieben hat dazu. Ich finde die Idee witzig. Die Farben sind auch extrem vor allem. Die Farben sind heavy, ey. Das Fett. Zeichen. Ja. Ist halt auch Kaleidoskop-Effekt. Hätte natürlich noch cooler gewirkt mit mehr Weitwinkel. Ist man nicht mal so einfach, ne? Nicht jeder hat so einen krassen Weitwinkel. Gerade bei Kaleidoskop brauche ich viel Weitwinkel. Am besten halt ein Fischei, dann hätte ich diese ganze Kugel noch mit drauf. Ja, ein mentales Ding. Nächstes Mal vielleicht wohl näher das Objektiv schräg sein. Man sieht, irgendwie sieht das so ein bisschen aus. Ich weiß es nicht. Das ist deine Interpretation. Da kann er nicht. Ja. So. Also ich habe immer noch die richtige Reihenfolge, ne? So sollte alles klappen. Wir haben den Henning. Der war das letzte Mal schon dabei. Am Bein ein Bild aus einer geschlossenen Bäckerei. Ja, da weiß man, dass das zu Henning passiert. Bild oder Bäckerei, das sieht dann nach einer Bäckerei aus, also wird das richtige Bild. Ja. Im Hintergrund sind die alten Mehlsilos, auf der linken Seite eine alte Waage. Ja, erkennt man. Die Mehlsilos haben wir mit Teichlichtern von innen und außen beleuchtet. Ach, cool. Gut, dass die also magnetisch waren. Ja, die Unterwasserlichter. Ja. Würde ich mal denken. Von der linken und rechten Seite haben wir mit einer roten, lila Beleuchtung die Mehlsilos angestrahlt. Die Waage habe ich mit einem abgeklebten Teichlicht ohne Panzertipp, geht nichts, weil die, finde ich gut, in Orange ausgeleuchtet. Im Vordergrund dann ein Leuchtstab mit gelbem Filter. Einstellungen Blende 8, 49 Sekunden, ISO 114 mm. Das waren zu schnell, die Zahlen. Blende 8, 49 Sekunden, ISO 100 bei 14 mm. Jo, ich finde es cool. Es ist bunt. Wo ich mir vielleicht noch ein bisschen gewünscht hätte, nächstes Mal nochmal, also mit der gelben Spur, also erstmal ist es halt geil, dass die gelbe Spur schön sich abhebt von dem blauen. Aber vielleicht nochmal ein bisschen Pep in diese Spur reinbringen, dass die nochmal ein bisschen, also sie ist mir, ich kann ja immer nur von meiner persönlichen Meinung reden. Mir ist sie zu gleichmäßig. Sie ist mir, ich hätte die Spur vielleicht mir so gewünscht, dass sie ein bisschen mal hoch, mal runter, ein bisschen lebendiger ist. Und vielleicht hätte es cool ausgesehen, wenn man die Spur auch um diese Waage hinten nochmal so lang gezogen hätte, so einen kleinen Bogen. Das ist Geschmackssache, das ist immer Geschmackssache. Ich kann auch immer nur von meinem Geschmack reden. Aber ich hätte mir diese Spur nochmal ein bisschen mehr Pep gewünscht. Ansonsten finde ich die Ausleuchtung cool. Dass die Waage in Orange ist, finde ich sehr geil. Ich mag auch diesen Mix mit Rot-Blau. Der ist, hat was. Ich weiß nicht, habt ihr es mal ausprobiert, wie es aussah, als die Silos rot innen drinne geleuchtet haben? Ich glaube, das wäre nochmal geil gewesen. Als Kontrast. Die vielleicht so ein Rot rausleuchten. Hast du mal ausprobiert? Weil der ganze Teil ist ja doch eher so höherer Blauanteil hier so. Das hier irgendwie rot, ich glaube, das hätte noch. Muss man ausprobieren. Ich finde es schick. Geschmackssache. Ansonsten, ja, cool. Ich finde es schön mit den Schattenbildern hier. Ich finde es cool ausgeleuchtet. Auch hier sieht man schön, wie die Farben ineinander übergehen. Das ist eine tolle, tolle Mischung hier. Auch, dass man hier nochmal einen blauen Teil hat. Ich finde es freaky, dass die Waage, die Anzeige der Waage halt so hell geblieben. Also, dass da jetzt kein Blau drauf ist. Ja, weil sie es ja extra nochmal angeleuchtet haben. Ja, genau. Das finde ich gut. Die sind ein toller Eyecatcher geworden hier. Ne? Ja, genau. Hat sich
gucke nur gerade, aber die hat so viele Anzeigen, oder die Waage? Oder habt ihr da was gemacht? Seid ihr da mal draufgetreten, Henning? Beim Painten, dann möglich ist das. Das ist cool. Also für die Farbkombination, für die Farbauswahl gibt es auf jeden Fall Pluspunkte, weil das wirklich schöne Farben sind, die ineinander greifen. Henning sagt, die hat so viele Zeiger, die Waage. Verrückt. Verrückt. So, nächstes. Das nächste Bild kommt von Guido Linke. Den habe ich auch schon mal im Chat gesehen. Grüß dich, Guido. Er hatte da auch noch eine Frage gestellt. Die Blätter sind mit einem Blade und grüner Lampe entstanden. Der Stiel mit LED-Band am Pflanzstab, Blüte mit Glasfaser, Puschel, er nennt es Puschel, und roter Lampe, genau wie das Feuer unten. Die Stärke ist 5 mm und die Länge 25 mm nach deinem Muster. Generelle Daten zum Bild. Er hat mehrere Bilder gemacht. Nikon D500 als Mehrfachbelichtung additiv. Jedes Element einzeln gezeichnet. Aha. 6 Bilder, a 10 Sekunden, Blende 8. Du hast es wahrscheinlich mehrere Bilder. Du hast im Prinzip ja Live-Composing gemacht, also Live-Composite-Dings gemacht. Live-Composing kann man sagen. Weil die ganze Beleuchtung war ja auch anders drin. Oder warum hast du da mehrere Bilder gemacht? Das würde mich mal interessieren. Weil ich würde halt einfach davon ausgehen, dass die Beleuchtung halt sehr hell war da drin von dem Haus. Das sieht man halt. Deswegen diese Mehrfachbeleuchtung. Würde ich einfach mal von tippen, dass es einfach zu hell war. Man sieht auch, dass rechts anscheinend eine Straßenlaterne leuchtet. Da ist das halt immer ein guter Weg, wenn man oben painten möchte, was gar nicht möglich ist. Ich finde es schön, also, das passt da gut hin. Ist natürlich schwierig mit dem Blau, ne, wo man hier das Blau hat. Das geht dann natürlich ein bisschen unter. Muss man aufpassen, wenn man Lichtquellen dahinter hat, die auch heller sind. Die zerstören ja manchmal gut und gern so ein Painting. Aber ja, hier ist halt schwierige Location. Sehr schwierige Location. Du hattest gefragt, wie bekomme ich hier noch mehr 3D-Effekt hin? Das ist 3D-Effekt. Dadurch, dass du dich selbst mehr bewegst. Ja, du musst dich halt noch ein bisschen mehr bewegen. Und zwar, damit es dreidimensionaler wird, geh auch einfach mal nach vorne. Zugehen. Nicht nur die Spuren, das machen die meisten, die machen dann die Spuren irgendwie auf einer Ebene, sondern du musst auch mal ein bisschen nach vorne dich bewegen, ein bisschen nach hinten bewegen, das Tool auch mal nach vorne mehr bewegen, ein bisschen nach hinten bewegen. Vor allen Dingen halt auch das grüne Tool, was du hier hattest, das hätte ich noch mal ein bisschen... Das wäre Optimum gewesen, um sozusagen mehr noch einen 3D-Effekt zu bekommen. Wenn man das noch ein bisschen noch mal gedreht hätte, dass man halt, du hast es jetzt sehr seitlich gehalten und hättest es mal ein bisschen zur Kamera zugerichtet, dann hätte es noch mal ein bisschen dreidimensionaler auch gewirkt. Das mit dem Feuer finde ich witzig. Hätte man hier links noch ein bisschen weiterziehen können, dann wäre es noch ein bisschen gleichmäßiger. Aber so eine coole Blume. Ich finde hier oben die Blüte geil. Ich finde das von der Farbe, wie das hier hochgeht. Schick. Mach das mal an einem anderen Ort. Könnte da noch ein bisschen besser zur Geltung kommen. Mich lenkt ein bisschen das Haus ab. Muss ich ehrlich sagen, gerade oben die Lichter. Nächstes. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Name einblenden. Ich muss klicken. Sieht man den Namen noch? Ja. Das kommt von Stefan Kükelmann. Bismarckturm in Rathenau. Und mein Feedback zu dem Bild hatte er schon mal bekommen in unserer Facebook-Gruppe Light Painting with Solek. Genau. Hatte stark mit Umgebungslicht zu kämpfen, trotz geschlossener Blende kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man sich die Location anguckt. Ja. Verwendet habe ich ein selbstgebautes LED-Lichtschwert nach Olas Anleitung. Danke dafür. Gerne doch. Orb-Tool unter Wasserlicht an Kette, Canon 60D mit Samyang 14 mm. Exif, F, Blende 22, Belichtungszeit 4 Minuten 20, ISO 100. Ja. Ja, die Location ist halt, das ist leider, also ich finde das Painting, finde ich cool.
gefällt mir sehr. Das gibt mir einen sehr schönen, schönen Raum, dass so das Licht hier reingeht. Also es führt einen schön in diesem. Ja, man, naja, das hatte ich zu ihm auch schon gesagt. Es ist halt cool, dass man durch das LED-Schwert, was er da an den Seiten geführt hat, in den Raum reingezogen wird. Genau. Ist halt ärgerlich, dass die Location so hell beleuchtet ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist immer irgendwie so ein Problem. Locations, gerade so diese schönen Plätze, so alte Gebäude und so, sind stark immer angestrahlt. Ich hasse diese Strahler. Drei Möglichkeiten gibt es. Gibt es drei? Ich kenne schon mal zwei. Nee, ich kenne auf jeden Fall drei, die du gleich nennen wirst. Okay. Möglichkeit Nummer eins will ich von dir hören. Steine. Möglichkeit Nummer eins, Steine. Nein, wir wollen keine Lampen kaputt machen. Was man machen könnte, ist Jacken mitnehmen oder sowas. Und die das wäre eine Möglichkeit Nummer zwei, abhängen. Abhängen, diese Lampen abhängen. Das wäre eine Möglichkeit, dass man diese Lampen abhängt. Einfach dann eine Jacke drüber packt oder sowas. Muss man mal gucken, was das für Lampen sind. Manchmal haben die ja so fiese Halogen-Dinger oder so, die werden echt verdammt heiß. Bei LED-Lampen geht das immer noch besser. Also vorher einmal gucken, wie hell die, wie dolle die sind. Und dass ihr die Lampen nicht beschädigt. Wir wollen hier nichts beschädigen. Ich möchte hier nicht irgendwie aufrufen zur Beschädigung. Das wäre halt eine Möglichkeit, links und rechts diese Spots irgendwie versuchen abzudunkeln. Vielleicht eine Pappe drüber oder irgendwas, was abdunkelt. Gebüsch nehmen, was darüber machen, was weiß ich nicht. Manchmal, also ich habe festgestellt, dass viele Locations gar nicht die ganze Nacht durchbeleuchtet werden. Viele schöne Häuser, die gehen dann nachts gegen 12 Uhr, 1 Uhr manchmal aus. Vielleicht einfach mal schauen, wie das aussieht bei dem Gebäude, ob das immer beleuchtet ist, weil die wollen ja auch Strom sparen, die Leute. Da machen sie es nicht immer an. Da würde ich dann da versuchen, also einmal gucken. Ja, ansonsten ist es halt schwer. Das wäre dann wieder einfach nur ein Punkt für Live-Comp. Das ist so ein Ding, wo man Olympus Live-Comp braucht, weil ich möchte, also ich finde den Ort geil. Der gefällt mir. Sieht cool aus, die ganze Location. Vor allen Dingen auch oben die Lampe. Da scheint ja noch eine Lampe zu sein. Irgendwie ein Strahler. Und links und rechts kannst du ja abhängen, aber oben nicht. Mhm. Also hier der. Und dann wird es dann schwierig. Also da ist dann mal Live-Comp. Also entweder abhängen, gucken, ob das irgendwann vielleicht doch ausgeht, das Licht. Nee, er sagt, das ist, die Location ist selbst tagsüber beleuchtet, schreibt er gerade im Chat. Schreib mal eine E-Mail an die Stadt, die soll mal Strom sparen. Genau. Oder es gibt doch einmal im Jahr, gibt es doch das, wo die berühmte Sachen ausmachen. So zum Thema Strom sparen. Das ist die Möglichkeit, dieser Tag. Gibt es sowas? Ja. Habe ich noch nie mitbekommen. Da machen sie dann ganz viele Wahrzeichen, da stromen für eine Stunde Licht aus. Das ist die Zeit für uns Lightpainter, um ein Gebäude zu painten, die sonst viel zu hell sind. Ja, oder Olympus Live kommt, wäre das halt ein Ding, weil ist halt schon arg grenzwertig hier mit dem Licht, aber kommt noch gut durch, das Lichttool hier, auch das Lichtschwert kommt schön durch, hier oben der Orb, das Einzige, was man meckern kann, der Orb ist nicht mittig. Ja, das habe ich ja auch schon nicht gesagt, ganz mittig, genau, leider. So Mini-Schrittchen rübergerutscht. Ja, aber ansonsten gefällt es mir, ich finde halt die Schwimme schön, das ist schon sehr gut gemacht hier auch, dass es so nach links und rechts geht. Nicht nur einfach eine gerade Linie nach oben, sondern ich finde, das hat einen Pep, dadurch, dass das immer nach links und rechts so als Schwung hineingeht. Man hätte vielleicht nochmal gucken können, das wäre nochmal das Nonplusultra gewesen, hättest du links und rechts an der gleichen Höhe angefangen. Also links finde ich sehr geil, dass das Rot aus der Ecke rauskommt. Das hätte mir hier rechts auch nochmal gewünscht. Ich bin so ein Symmetrie-Nazi. Wenn das jetzt hier rechts auch nochmal wäre. Aber ansonsten finde ich das schon ein cooles Bild, weil das wirklich einen so reinzieht. Filter, wenn noch einer fragt, auch ein Filter bringt ja hier nichts. Ja, wurde schon mehrfach jetzt genannt, ND-Filter oder Verlaufsfilter. Verlaufsfilter, klar, den könntest du für oben nochmal nehmen. Ja, ja, also ein ND-Filter macht dir dein Licht auch dunkler. Mhm. Was nützt es dir, wenn du jetzt mit einem ND-Filter da rangehst? Mhm. Der dunkelt ja auch deine ganzen anderen Lightpainting-Tools ab. Und dann kommst du damit auch wieder nicht gegen an. Also macht ja alles dunkler. Du könntest mit einem Verlaufsfilter arbeiten, aber der macht dir das auch. Also du hast dann immer einen weichen Verlauf, hättest du dann auch wieder hier drin. Oder du hättest dann auch die Lichtelemente hier oben auch mit drin. Also das ist schwierig. Es gibt noch ein paar Tricks. Mir würde noch ein bisschen mehr einfallen, wenn da man mit arbeiten könnte. Also ich wüsste noch einen Trick 17, aber der wäre jetzt viel zu aufwendig. Den würde ich nicht machen wollen.
Das ist, ja, Blende 22 sollte man nicht fotografieren. Ich sage mal Blende 16 Maximum, weil da kommt Beugungsunschärfe. Also schon wieder echt, das ist grenzwertig. Es hat so ein Gebäude, wo man dann sagt, ja, nächste Mal. Bei den Einstellungen und bei der Location und bei der Zeit, die benötigt wird, stößt man einfach an seine Grenzen. Ja, das Einzige, wenn ich halt mir jetzt gerade mal angucke, 4 Minuten 20, gibt nur eine Möglichkeit, schneller painten. Ja, ja, aber das ist auch Strecke. Ja, ne? Hol dir Unterstützung. Das ist dann so ein Bild, was man mit Unterstützung machen muss, wo dann 2-3 Leute gleichzeitig painten. Das ist halt die einzige Möglichkeit. Du bist schneller, dann kannst du nochmal ein bisschen von der Helligkeit halt profitieren, also davon profitieren, dass du halt schneller bist, dass es nicht zu hell wird, die Location. Also wir haben Variante 1, Licht abhängen, schneller sein, also wie Neu sagt, Live-Comp mit der Olympus, statt bitten, dass sie mal das Licht ausmacht. Kann nicht mal alles beleuchtet sein. Ein Vorschlag war jetzt hier gerade noch sozusagen aus der Lichttechnik halt irgendwelche Farbfolien oder sonst was draufzulegen auf die Lichter. Ja, ne? Es geht ja in die Richtung abhängen, genau. Ähnlich, ja. Ja. Ja, es ist immer, die Frage ist immer, trotzdem, das Licht oben kriegst du damit nicht. Leiter und dann so. Und dann, ja, es ist schwer. Das ist schwer. Ja. Das ist, aber ein cooles Bild. Ja. So. Klick, klick, klick. Kommen wir zum nächsten. Vom Jens Sager, dieses Bild. Geil, ich mag das. Das hat er geschrieben. Das Bild ist zwar schon 2 Jahre alt, es gefällt mir aber immer noch, weil es eines unserer ersten Bilder war und ist der Tunnel in Mainz, ist bei Leitpaintern in der Rhein-Main-Region durchaus bekannt und beliebt. Ziel war es, den Tunnel einmal in spezielles Licht zu tauchen und damals für uns etwas Neues auszuprobieren. Eine programmierbare LED-Leiste und ein bisschen Pyro sowie blaue Taschenlampen waren am Start. Aufnahmegestaltung war Klaus Kleinfeller und jetzt Jens Wolf Sager. Ich find's cool. Also, da muss ich jetzt nicht irgendwie meckern bei dem Bild. Also gar nichts meckern eigentlich. Hast du irgendwas? Ich hab nichts. Also ich find's geil. Das ist cool gemacht. Das ist mit einem LED-Licht gemacht. Das zeige ich euch auch bei den Workshops immer. Könnt ihr eine Drehvorrichtung machen, das ist wie von einem Orb-Tool, diese Drehstange, die ihr nutzen könnt, und das ist dann ein digitales Lichtband, was man auch bei den Domes nutzt, was von innen nach außen leuchtet, und muss man schon im richtigen Takt bewegen und auf die Geschwindigkeit einstellen, dass es halt wirklich ein schönes Muster gibt. Das ist hier euch beiden wirklich sehr gut gelungen, dieses Muster, finde ich echt cool, zieht dann richtig rein, auch mit dem Tunnel. Ja, der Tunnel vor allem, ne? Weil man halt eben auch diese Griffeln da sieht und so weiter, das gibt halt... Die Kamera ist perfekt ausgerichtet, das ist, ich achte ja immer so gerne so auf Linien, ne? Und hier unten rechts, links, finde ich gut, das sieht schön aus, zieht dann schön rein, das ist zum Bild, eigentlich ist Pyro immer viel, aber ich finde es bei dem Bild, ist es nicht zu viel, das ist ein schönes, stimmiges Ding. Von der Größe her passt eigentlich alles. Perfekt. Was gucken Sie? Ob ich Beine sehe. Aber das wäre jetzt dann wirklich... Da sieht es mir so ein bisschen hell aus. Kann ich nicht erkennen. Genau. Aber ich finde es gut. Der Pyro ist auch nicht zu groß. Nee, ich finde es tolles Bild. Da kann ich halt... Da gibt es nichts zu meckern. Das ist schön gemacht. Ja. So. Bild Nummer 3. Ach, 3. Wir haben ja keine Ahnung. 3. Wir haben hier so viele, das vorletzte ist es. So, warum ist es hier gerade ausgegangen? Houston? Wo ist denn der? Bild. Wo ist das Bild hin? Die sind schwarz. Ja, nö. Überbrückungsmusik. Ja. ich weiß gerade nicht, wo das Problem ist. Okay, dann mach doch mal die Kamera und dreh das da rauf. Ich habe... Sehr lustig.
Und einmal ausgegangen. Du hast auch nichts drauf gedrückt. Ich habe nichts drauf gedrückt. Ich kann ja, wie gesagt, du, aber nee, das geht nicht, ne? Das ist zu viel. Wäre jetzt noch? Kriege ich so nicht hin. Also die letzten Bilder. Mir ist gerade. Doch, das kriegen wir hin. Mir ist gerade das hier. Warte mal. Ja, ich kann die letzten beiden Bilder nicht zeigen, weil. Hier ist doch einfach nur. Ja. Hängt da an. Aber. Am Dings dran. Und ja, wenn ich die so halte. Ja. Ja. Ja, hast du mal einen Akku? Aber. Na, jetzt wird's lustig. Ja, jetzt musst du da auf die Kamera umschauen. Ja. Wo kriege ich den Akku her? Welcher Akku? Normaler. Schwarzer. Schwarzer. Ja, auch die will nicht mehr. Mann. Das ist die Technik, die begeistert. Was haben wir denn hier heute? So. Da, 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 da. Danke. Bitte. Es geht. Ah. Yay. So. Jetzt muss ich so bleiben. Wer jetzt gerade seekrank wird, ne? Ich mache es jetzt einfach mal so. Die andere, das andere funktioniert es nicht. Das Bild, Gott, ist von Martin Steinbeißer. Hier seht ihr mal den anderen Monitor. Jetzt aber hier, ich kriege gleich einen Arm. Seit Anfang des Jahres beschäftige ich mich mit Lightpainting. Hier ein kleiner Überblick, was ich bis jetzt so geschaffen habe. Bin aber immer noch am Experimentieren, wie am besten funktioniert, frei nach Learning by Doing. Knallebunt, ne, das Bild. Was genau, ihr könnt jetzt gerade die Farben nicht ganz so krass sehen. Ja. Wir sehen sie aber eigentlich im Original in wirklich knallgrün und knallrot sind die vorherrschenden Farben da auf dem Bild. Was ich halt sagen muss, ist halt, hier sieht man so, ist halt, ja, aua, ja, ist halt irgendwie zu sehr, also das weiße Licht, weiß ich nicht, wo es herkommt, also ich finde, auch das Rote hier, das ist zu stark, das überlagert halt ganz klar die Kugel. Da musst du immer drauf achten, wo du was anleuchtest, dass du immer aus bestimmten Winkeln halt leuchtest und vor allen Dingen die Objekte dann nicht aus Versehen überleuchtest. Also, dass dann Objekte zerstört werden, weil das hintere Objekt dann durchleuchtet. Gerade hier, also den Baum hätte ich halt zum Beispiel rausgelassen und nicht angestrahlt. Sieht aus, als hättest du mit einer kleineren Lichtquelle die angestrahlt. Ach, ich muss gerade halten. Ich wollte gerade sagen, alle werden seekrank bei deinem Gewackel. Hast du nicht mal hier einen Stabi da irgendwie, den du noch zuschalten kannst? Ja, halt auch schon still. das hier hinten, ich weiß nicht, das sieht aus, als wären das da die Lichtspuren. Auf jeden Fall darauf achten, wenn du die Location ausleuchtest, dass du mit der Taschenlampe nicht aus Versehen in die Kamera reinleuchtest. Aber sonst, den Orb finde ich schon sehr gut. Hier auch einmal runtergezogen und weiter, nicht zu sehr doppelt. Sieht gut aus. Also ich würde halt darauf achten, wirklich Location von zwei klaren Blickwinkeln immer ran zu leuchten. Also wirklich einmal hätte ich von links rot geleuchtet und dann von rechts ganz klar grün und schön mit Schlagschatten arbeiten. Das ist dann deutlich schöner noch. Und dann kommen wir noch zum nächsten Bild. Oh, es wird schwer hier. Von Katharina Dreisacker. Dreisigacker. Das Bild ist bei uns am Schwanenweiher entstanden. Die Plattform in der Mitte des Weihers bietet sich hier an. Als Werkzeug diente ein Lichtschwert nach Solekscher Bauart. Ich mag vor allem die Tondarstellung. Würde mich natürlich brennend interessieren, was der Profi für Verbesserungsvorschläge hat. Muss es mir schwer. Das ist schon. Also ich finde die Figur finde ich sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Verbesserungsvorschläge. Boah. Keine Ahnung. Also ich finde, von der Figur her selber würde ich gar nicht groß verbessern.
Hier, wenn ich jetzt reinzoome, sehe ich halt nur, dass dein Gesicht da ist. Da musst du nochmal drauf achten. Dass man, das passiert ganz gerne, dass man sich selber anleuchtet. Da hilft dann am besten in so einem Fall eine schwarze Maske. Genau, gerade wenn da so relativ viel Umgebungslicht zu sein scheint bei deiner Location. Halt so ein bisschen Stadtlicht einfach, halt so ist. Du wolltest hier so einen Sternchenbogen machen. Da, wenn ich da jetzt noch meckern sollte, kann, der eine Stern ist richtig gut geworden. Genau, der eine ist halt voll getroffen und die anderen... Die seitlichen vor allen Dingen. Du musst immer beim genau. Sterne machen wirklich darauf achten, dass die direkt in die Kamera treffen. Ansonsten, ich mag es auch, Ton in Ton ist halt schön, ne, dass hier nicht zu viel irgendwie mit anderen Lichtern nochmal gearbeitet wird. Das ist sehr stimmig, das Bild. Man hätte vielleicht nochmal mit den fotografisch jetzt nochmal eine Perspektive ziehen können mit diesen Steinen hier, die es hier so gibt. Aber das hat dann wieder die Spiegelung zerstört. Ich finde es halt schön, dass die Spiegelung voll mit drauf ist. Das ist ein tolles Bild. Das ist echt gut. So, ich muss hier mal... Kamera... Oh, da bist du verrückt. Okay, wenigstens mal den Akku wechseln. Ja, keine Ahnung, warum die Software heute uns hier so einen Streich spielt. Aber es ist Ende des Jahres. Ich muss sowieso noch irgendwie den Laptop organisieren. Verdammte Axt. Das waren die ganzen Bilder, die ihr eingereicht habt. Echt schöne Bilder dabei. Sehr unterschiedliche Bilder dabei. Ich hoffe, ein bisschen Feedback hat geholfen. Es ist halt immer schwierig, mal Feedback zu geben. Für eine Live-Painting ist halt vieles als eigene Geschmackssache. Ne? Also einem muss das Bild selber gefallen. Man macht hier die Bilder für sich selber und nicht für andere. Ein bisschen Verbesserungsvorschläge kann man immer geben. Ich hoffe, ich konnte ein paar geben. Will ja auch nicht zu kritisch da auch sein. Gehört sich auch nicht. Aber so ein paar Sachen kann man ja machen. Ich finde es gut, dass ihr ein paar Bilder gesendet habt. Ich finde es gut, die zu zeigen. Jeder hat so auch seinen Stil. Sieht man ganz klar. Das finde ich auch sehr gut. Deswegen Applaus für alle, die Bilder eingereicht haben und gezeigt haben. Finde ich sehr, sehr, sehr geil. Macht es gern das nächste Mal wieder. Und ja, auf jeden Fall kann ich hier nochmal so einblenden. Nächstes Jahr, wir machen halt auch die großen Deluxe-Workshops wieder. Da gibt es ein paar Termine für Anfang des Jahres. Der Mai ist, glaube ich, schon dicht. Die Haare sind auch schon fast. Außer der im Januar, Ende Januar, da muss ich mal noch gucken. Crossen Deluxe ist halt cool, wo wir ein ganzes Wochenende haben. Es gibt aber auch noch Crossen Einsteiger und Crossen Fortgeschritten. Da ist nur ein Tag. Also es ist im April das Wochenende, das Freitag der Einsteigerkurs und Samstag der fortgeschrittene Kurs in dem Schloss. Der Saal ist halt einmalig. Der macht richtig, richtig Laune. Und ansonsten sind wir natürlich auch noch wieder im Stadtbad Leipzig. Jetzt haben wir wieder reaktiviert und machen dort in der Location auch wieder Light Paintings. Da gibt es noch für den Februar-Termin ein paar Plätze. Ich musste aktuell noch gucken, weil das ist eine Veranstaltungslocation eigentlich. Also da ist ja noch ein Saal, wo Veranstaltungen sind. Da ist es in Leipzig immer schwierig, Termine zu kriegen. Muss da echt immer schauen. Ich habe jetzt die zwei Termine kriegen können. Mit viel, viel Glück kriegen wir im Frühjahr noch einen Termin. Ansonsten müssen wir auf den Herbst hoffen. Aber ich glaube, das wird auch schwierig, weil viele, viele Veranstaltungen nachgeholt werden müssen nächstes Jahr durch Corona. Deswegen kann ich das nicht garantieren, dass wir noch mehr Termine bekommen in Leipzig. Aber es kommen noch schöne Workshops dazu. Da noch einiges. Ja, ich sehe, ich muss jetzt hier mal wieder hier alles wegmachen. Wir haben schon 2 Stunden irgendwie überschritten, ne? Ach, wie konnte das passieren, ey? Da sind immer noch so viele Leute online. Was ist denn los mit euch? Verrückt, ihr macht mich wahnsinnig. Ob es noch ein paar Tools gibt zum selber basteln, Frank. Ja, wir gehen jetzt mal auf Fragen. Wenn ihr Fragen, kann ich ja gleich noch, da gehe ich gleich drauf ein. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt gern in den Chat. Ich kann jetzt auch mal mit reingucken, so ein bisschen. Was ihr loswerden wollt, wir machen jetzt noch eine kleine Fragerunde. Alles, was ihr fragen wollt, haut raus, was euch interessiert. Wir gehen auf alles ein. Hattest du sonst alle Themen durch? Wir haben über das Light Painting Festival geredet, über das neue Light Painting Bundle von Ledlenser. Wir haben die neuen Lampen von Ledlenser, die Bilder vorgestellt. Deine Lieblingsbilder bisher schon aus 2020 einmal gezeigt.
Den Gutschein haben wir gezeigt. Neue Termine geredet, was nächstes. Du hast noch nicht final den Namen der Bonuskarte. Ja. Bonuskarte, das kann ich nochmal. Wir wollen die Bonuskarte ja machen, die Stempelkarte, aber mir fehlt ein geiler Name. Die soll irgendwie cool heißen, diese Stempelkarte. Die heißt ja, wir haben als Beispiel zum Beispiel, heißt sie bei einem Foodtruck, heißt die Gefährtenkarte. Wenn ihr irgendwie einen coolen Namen für diese Bonuskarte habt, weil einfach eine Bonuskarte oder Stempelkarte klingt doof, schreibt mal gerne, überlegt mal, was da cool, wie die cool klingen könnte, die Karte. Mir fällt einfach nichts ein. So, ansonsten, was gab es noch an Fragen jetzt? Was war? Ah, das ist schon ganz witzig. Lichtpunkte. Lichtpunkte, das ist gut. Was ist für Tools? Gibt es noch ein paar Tools zum selber basteln? Es gibt immer Tools zum selber basteln. Da kannst du auf jeden Fall mal bei mir auf dem Kanal gucken. Da habe ich ganz viele Anbauanleitungen für Tools, wie man die bauen kann, günstig und einfach. Du kannst mit allem ja packen. Kann ja, also ich meine, tada, ich habe ein Tool. Also du kannst ja alles irgendwo nutzen, um damit zu malen, zu painten. Du kannst jetzt zur Weihnachtszeit, geh zur Weihnachtszeit ab in den Supermarkt, geh in diesen 1-Euro-Laden, überall wo Weihnachten ist. Nimm dir diese einfachen Weihnachtskugeln, Lametta gibt es ohne Ende. Es gibt jetzt allen möglichen Krempel, der glitzert und leuchtet. Das kannst du alles irgendwie auf die Taschenlampe kriegen. Heizungsisolierer und Gaffer sind die besten Sachen. Die bringen dir alles auf die Taschenlampe und damit kriegst du das alles zusammen. Deswegen einfach mal in den Supermarkt und also in diese 1-Euro-Läden und dann überraschen lassen. Da zum Beispiel, was cool ist, ist nach Weihnachten. Nach Weihnachten wird nämlich der ganze Weihnachtskrempel ja vergünstigt verkauft. Mhm. Und ich mag ja auch die eine Weihnachtskugel. Die du erst nicht wolltest. Ja, aber jetzt, ich brauche eine neue, die ist kaputt gegangen. Also, wie, du hörst, bist du raufgetreten? Ja. Nee, wirklich? Aber die hat nur einen Knacks. Also das kann Gaffer doch wieder richten. Gaffer mal, nee, dann leuchtet sie nicht mehr. Also ich würde einfach Weihnachten rausgehen jetzt und dann einfach mal gucken. Da gibt es ganz viele Tools, die man nutzen kann. Kurz eingefroren? Nee. Was kann ich mittig? Ich lese gerade von Nikola die Frage. Ich habe eine Drehvorrichtung für den Orb. Was kann ich mittig anbringen für den Orb in Orb? Alles. Etwas, was leuchtet, Orb in Orb. Dadurch, dass du die Stange hast. Ich nutze Lichterketten, die gibt es jetzt auch zu Weihnachten. Die finde ich sehr cool. Verschiedenfarbige Lichterketten. Es gibt die so mit 10 LEDs und 20 LEDs. Und dann kannst du halt die zusammen bündeln und die packe ich dann auch überall mit dran. Also die kannst du mit reinsetzen, du kannst LED-Poi damit ransetzen, also einfach alles, was irgendwie leuchtet, kannst du mit reinpacken. Noch einer eine Frage hat, ich gucke gerade mal. Bop. Nö, oder? Puschel ist auch eine gute Idee. Weil ich hier gerade sehe, wegen dem Bundlepreis, die Frage. Natürlich ist das Ersparnis bei dem Bundlepreis nicht so hoch wie beim letzten Mal, weil es alles ganz neue Produkte sind. Die sind gerade erst rausgekommen. Das wirkliche Ersparnis kommt dann halt mit dem Rabattcode RC-Solek, weil das eine doppelte Rabattierung dann immer wird. Und dadurch sparst du dadurch einfach viel mehr. Also durch den Rabattcode sparst du nicht nur die 3,80 Euro, sondern du kriegst das Set, was 184 Euro kostet, kriegst du für 126 Euro. Ich glaube, das ist schon ein Ersparnis, oder? Also das sind mehr als 30%. Von daher, das sollte eigentlich schon gut sein. Habt ihr noch Fragen? Wollt ihr noch was wissen? Ich weiß nämlich gerade nichts mehr zu erzählen. Also ich könnte immer noch erzählen, aber ich habe genug erzählt und mein Mund ist schon ganz... Ja, dir wurde auch schon zwischendrin einmal da geschrieben, Olaf Luft holen. Und ich glaube, das kann ich mit unterschreiben. Also. nö, sonst weiß ich nichts mehr. Also ich weiß gerade so weit
nichts zu erzählen. Es sei denn, es kommen noch irgendwie. Achso, ich will mir einen Olympus zulegen, nur zum Pendeln, welches würdest du? Macht mal Fragezeichen hinter eure Fragen, dann kann ich das auch besser gleich rauspicken, was eine Frage ist. Das ist einfacher. Das stimmt, das war auch noch eine Frage bei Dings, bei Instagram hatte ich das auch geschrieben. Welche Olympus? Das ist immer so eine Frage, ne? Also, es kam die Frage auf, ob man einen Olympus braucht zum Lightpanten. Ich sage immer, du brauchst eine. Ich bin Olympus Visionary. Nicht, weil. Ich bin nicht Olympus Visionary, weil Olympus Kameras Live-Comp haben, die Funktion, sondern ich bin Olympus Visionary, weil ich die Kamera cool finde. Klein, kompakt, macht viel, die ist stabil, die ist robust, die kann extrem viel. Ich mag einfach die Olympus Kamera. Live-Comp ermöglicht dir halt, einfach zu fotografieren an solchen Orten, wie wir gerade eben in das eine Bild hatten, wo es einfach zu hell ist. Dann kann ich das mit Live-Comp dort so regeln, dass es einfach nicht zu hell wird, weil ich ja zwischen 0,5 und 60 Sekunden belichten kann. Du brauchst als Lightpainter zum Lightpainten nicht zwingend eine Olympus-Kamera. Nein, geht auch ohne Olympus-Kamera. Natürlich, habe ich ja auch vorher gemacht. Ich habe viele Jahre lang vorher, bevor ich mit Olympus angefangen habe, mit einer Canon-Kamera fotografiert. Ganz normal im Bulk-Modus. Ich fotografiere auch eigentlich, ich fotografiere blind. Aber es ermöglicht mir halt mit der Olympus-Kamera im Live-Comp einfach nochmal besser zu painten, also dort zu painten, wo es sonst nicht funktioniert. Welche Olympus-Kamera? Ich habe dir da ein Video auch gemacht. Da mussten wir bei mir auf dem Kanal auch gucken, weil das immer so die Frage ist, ja welche? Kosten ja alle unterschiedlich. Wenn du nur auf diesen Live-Comp-Modus mit aus bist, dann reicht die 10-4 neue. Eine tolle Kamera, die hat 20 Megapixel, kann normal belichten, die kann das alles. Ist natürlich so, dass die unterschiedlich von der Qualität her auch wieder sind. Also es gibt schon klare Abstufungen, zum Beispiel vom Rauschverhalten, was, wie schnell die auslösen können und die ganzen anderen Funktionen. Die Olympus 1.3 zum Beispiel kann 6 Stunden live kommen, also gerade für Startfields ist das sehr interessant. Ich kann die Olympus 1.3 mit USB-C laden, mit einer Powerbank. Die rauscht deutlich weniger als die 5er oder die 10er. Da muss man nochmal sehen, wie viel Geld will ich ausgeben, wie viel Geld will ich in die Hand nehmen. Möchte ich komplett auf das System umsteigen? Ich finde, die U5er Olympus sind gute Kameras, die reichen vollkommen aus. Damit habe ich viele Bilder gemacht, viele gute Bilder. Das ist immer schwierig, das kann man nicht immer einfach so sagen. Die Kamera ist top. Ausprobieren, überlegen, wie viel Geld willst du ausgeben. Und dann geht das. Wie komme ich zum Wandel mit Lieferungen nach Frankreich? Frankreich ist leider nicht möglich. Also von Lettlenser aus. Lettlenser ja. Liefert nur nach Deutschland. Ich nehme an, das ist Didier, der da schreibt. Didier, Mann. kleiner Tipp, wenn ihr gerade zuschaltet und aus dem Ausland, wo Lettlenser nicht hinliefert und ihr wollt das Bundle haben, auch mit meinem Rabattcode, fragt doch jemanden aus Deutschland, der euch das irgendwie weiter schickt. So haben das beim letzten Bundle welche gemacht. Das wäre da auch, das wollte ich auch gerade tippen als Antwort an Didier, wäre auch mein Tipp gewesen, sonst einfach mal in unserer Lightpainting-Gruppe nachfragen, ob jemand ihm das nach Frankreich versenden kann. Dann müsst ihr das so untereinander ausmachen, dann über PayPal Geld dann freundschaftlich überweisen, das geht doch alles. Also, ja. Das sollte wohl kein Problem sein. Es hat beim letzten Bundle sich welche gefunden, die haben sich da so unterstützt. Dann haben die halt die Bundles bestellt und dann die weiter verschickt an die, die es halt nicht kriegen aus dem Ausland. Das ist auf jeden Fall möglich. Was haben wir noch? Stefan Kügelmann hatte noch gefragt, ob du irgendwann auch mal ein Tutorial über kaputte Orbs machen wirst. Das können wir aber an der Stelle eher verneinen, weil wir stellen ja ganz viele kostenfreie Tutorials auf YouTube zur Verfügung. Aber gleichzeitig lebt Olaf ja auch davon, sein Wissen auch in Workshops weiterzugeben und genau sowas lernt man in Workshops. Genau. Also kaputte Orbs und sowas zeige ich bei den fortgeschrittenen Kursen. Wenn du zu den fortgeschrittenen Kursen kommst oder zu dem Workshop Wochenende und so, da zeige ich dann die ganzen Sachen. Also bei YouTube jetzt kostenfreie Techniken zeigen.
Mache ich nicht. Ich mache zwar die Bauanleitungen, aber ja, also ich lebe hauptsächlich halt von den Workshops so halbwegs und deswegen alles muss man hier. Kommt mal zum Workshop, ist viel cooler. Was aber dann noch so schön ist, das ist so viel in dem Ding. Hast du noch einen Tipp für den Lumenstick? Habe ihn bis jetzt nur zum Ausleuchten benutzt. Lumenstick, da, den kannst du zum, so zum Painten nehmen. Ich habe jetzt auf die Schnelle, kriege ich da kein Bild mit rein, aber da kannst du ja verschiedene Modi mit einstellen. Du kannst ihn blinken lassen, du kannst ihn mit einem Farbverlauf anmachen und dann den schön hin und her bewegen. Das geht eigentlich. Lumens? Das ist der von Roller. Also mit dem kannst du schöne Lichtspuren ziehen. Ausleuchten, Autos ausleuchten, Menschen damit ausleuchten. Das geht alles richtig cool. Ich habe jetzt nur eine kleine Version. Ich habe jetzt hier die Manlight. Ah, die mag ich ja gerne. Ja, die ist auch geil. Die ist ja so ähnlich. Da muss ich immer noch mit Kalligrafie mal weitermachen. Die ist ja so ähnlich, die Manlight. Und die kann ich dann auch cool hin und her bewegen. Da, über die habe ich auch ein Video gemacht. Cool ist, dass ich die wirklich mit dem Daumen hier an- und ausmachen kann. Also durch einen Klick, klack ist sie aus, klack ist sie wieder an. Das geht mit der echt geil. Und so kannst du eigentlich auch jeden LED-Stick irgendwie mit bewegen, indem du einfach mit ihm so ein bisschen rumgehst. Also da geht ganz, ganz, ganz viel. Der Lumenstick von Rollei, muss ich leider sagen, der Griff ist nicht ganz so stabil. Die haben zwar bei der neuen Version, es gibt mittlerweile eine neue Version, wenn du den jetzt kaufst, bei Rollei bekommst du halt die verbesserte Version, weil ich hatte ja da auch nochmal Feedback gegeben nach meinem Test, weil mir das gleich abgebrochen war. Die haben das verbessert. Das hält da jetzt deutlich besser. Allerdings, das mit den Ein- und Ausschalten ist halt nicht ganz so cool. Bei dem Lumenstick muss ich ganz klar sagen von Rollei, das ist, hat Nanguang besser gelöst. Nicht Nanguang, Manlight heißen sie jetzt. Steht drauf. Manlight. Nanlight bekommt ihr in Deutschland von Kaiser Fototechnik. Die vertreiben das bei Fotokoch oder bei Calumet. Damit deutscher Gewährleistung und deutscher Bedienungsanleitung. Das Ding hier heißt, ist die Pavotube 26C von Nanlight. Über die habe ich ein Video gemacht. Einfach mal bei mir nachschauen. Ich habe den Loopstick von Rollei vorgestellt. Ich habe die Manlight Mix Wand, also damals noch Nanguang RMBB 88, heißt jetzt ja Mix Wand, und die Pavotube von Manlight vorgestellt. Die findest du alle bei mir im Video, der Toolcheck. Ob du schon mal PC-Software von Jörg? Von Jörg Mietzer, die PC-Software, die haben wir im letzten Video live gezeigt. Im letzten Live haben wir die bedient, genau. Ja, die hatten wir an. Da hatte ich live was gemacht. Die funktioniert. Nee. Doch, guck dir das Video an. Ja, natürlich war es. Das ist schon eine Weile her. Die funktioniert cool. Die ist witzig, die Software. Ich hatte ein bisschen festgestellt, halt, du brauchst halt einen schnellen PC dafür, der das gut verarbeiten kann. Und darfst nicht so hohe Auflösung machen. Aber es ist ein cooles Ding. Also gönn dir mal die Software, die macht Laune. Fährt's damit mal einfach zu spielen. Kann ich auch nur empfehlen. Also oder schau dir einfach mal das letzte Live-Video an. Da hatten wir das bedient. Was haben wir denn noch hier? Frohes Weihnachtsfest wird dir noch gewünscht. Weil noch Fragen einmal kamen wegen, was machen wir mit Corona und so. Da hatte ich auch ein paar Fragen gekriegt. Was ist, wenn ihr jetzt einen Workshop bucht? Und der Workshop muss verschoben werden oder sowas. Keine Tickets gehen bei uns irgendwie verloren. Wenn ihr einen Workshop bucht, habt ihr das Ticket, bis ihr den Workshop auch besuchen könnt. Das heißt, wenn der Workshop wegen Corona verschoben werden muss, dann habt ihr die Option, dass ihr auf einen der neuen Termine umbucht. Sind wir mal einfach ganz unkompliziert bei mir. Da nenne ich euch die neuen Termine und ihr könnt gucken, ob es passt. Ihr könnt aber auch einfach euch einen Gutschein ausstellen lassen. Und dann einen anderen Workshop umswitchen. Und wenn es gar nicht geht, dann finden wir auch eine Lösung. Also bisher sind alle gut weggekommen. Und bisher eigentlich haben alle irgendwie einen neuen Termin finden können, weil es ja immer mindestens zwei Termine gibt.
Also ich versuche dann auch mal mehr Termine zu machen. Das ist ein riesengroßer Mist mit Corona. Das macht es echt schwierig zu planen und so, aber jo. Wir schaukeln das Ding. Ja? Eine Frage ist hier noch aufgetaucht, ob es nämlich die für die UMDs die Webcam-Software auch als Nicht-Beta gibt. ich hatte die Olympus übrigens hier gerade über diese Software angeschlossen. Also es funktioniert echt gut. Ob es dir das nicht Beta geben wird, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Könnten wir mal in die Olympus-Gruppe reinstellen. Da muss ich mal, ich einen direkten Kontakt, weil ich einen direkten Kontakt ja zu Olympus habe, würde ich dann einfach mal direkt Olympus anfunken und fragen, was da Sache ist, ob die haben. Und muss ich mal nachfragen, weil die ist cool, funktioniert sehr gut. Ich nutze das ja auch, dass man die Olympus einfach über USB-Kabel, ich habe hier so ein USB-C-Kabel, und dann fupp, geht's ran und dann kann ich die Olympus direkt als Kamera benutzen, als Webcam. Das ist eine sehr coole Geschichte. Andere machen jetzt mal? Sonst. Was ist da? Magnetischer Schaltkabel. Ja, das mache ich. Achso, das, ja gut, ja, da kannst du das gleich machen. Ich habe sonst eigentlich gar nichts mehr so groß zu sagen. Kommt noch bald eine Überraschung. Ihr solltet mal, ich kann das ja mal hier anmachen. Ihr solltet mal die Story bei mir bei Insta checken. Da gibt's was Cooles. Erwartet was Cooles. Ich glaube, das wird ziemlich geil. Checkt mal die Story bei Instagram. Ich freue mich riesengroß. Mhm. Ich muss wohl doch noch eigentlich ein Bild. Ja, ich muss nächste Woche ein geiles Bild machen. Aber mal reingucken. Ich freue mich nämlich riesig. Ich habe mich heute riesig gefreut, dass ich die Story gekriegt habe. Das wird geil. Hat jetzt ja auch lange genug gedauert. Da kann man ja mal so sagen. Also Zeit für Veränderung. Hattest du so mystisch gepostet. Ja. Zeit für Veränderung. Also das Auto, ja. Also es wird kein neues Auto. Aber das Auto kriegt einen neuen Look. Caddycat. Mein Auto nennen wir ja Caddycat, heißt ja Caddycat. Kriegt einen komplett neuen Look und hat jetzt, man kann sagen, also ich wollte es seit 2 Jahren schon machen. Da wollte das, kann ich auch so sagen, angespart das Geld extra dafür. Und jetzt über ein halbes Jahr hat jetzt die Layout-Findung, Design-Findung gedauert. Das wird richtig geil aussehen, glaube ich. Bin gespannt. Also wer mich da auf der Autobahn nicht mehr sieht und Platz machen, wird gut. Freue mich riesig. Ja. So. Habt noch einer was? Ich habe nichts mehr. Reicht. Ich habe genug erzählt. Wir haben auch nur eine halbe Stunde überzogen. Aber gut, es gab ja Technikschwierigkeiten, wie ich so ein bisschen am Rande mitgekriegt hat am Anfang. Von daher, ich hoffe, ihr verzeiht es uns, dass wir mal wieder überzogen haben. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr lasst noch mal ein paar Daumen da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn euch die Live-Sendung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. wer den Kanal noch nicht abonniert hat, jetzt ist meine Maus auch noch ausgefallen. Der soll doch so fortgesetzt werden, wie es angefangen hat, oder? Also der Laptop, der verabschiedet sich immer mehr hier, meine Maus geht auch nicht mehr. Also lasst gerne einen Daumen da. Ich hoffe, bei der nächsten Live-Sendung habe ich einen neuen Laptop, weil der ist echt schrecklich. Schreibt mir mal, könnt mir ja mal irgendwann mitteilen, was für ein Laptop er sich vielleicht kaufen sollte. Der Laptop ist halt schon... beratet uns da mal ein bisschen. Genau, ansonsten immer noch, wenn ihr Locations kennt, die höchstwahrscheinlich für unser Lightning-Festival geeignet sind, schickt uns die Kontakte dazu. Nicht einfach nur die Location, sondern bitte auch die Kontakte, da freuen wir uns drüber. Wenn ihr Fragen habt, auch immer gerne halt in der Facebook-Gruppe Light Painting with Solek stellen. Da ist die Community groß und alle helfen sich gerne. Ja. Habe ich sonst noch was vergessen? Nö. Ja. Instagram, klickt euch durch. Genau. YouTube, klickt euch durch. Da ist ganz viel zu finden. Wenn ihr noch Fragen zum Bundle habt, stellt sie. Genau. Ansonsten steht alles zum Bundle, ist alles im Bundle nochmal in dem extra Video erklärt, ganz genau. Und auch nochmal auf der Blogseite ist das genau erklärt. Vergesst den Rabattcode nicht.
Der geht auf alles und hat mich riesig gefreut. Wenn ihr wegen Workshops irgendwie Fragen habt, guckt auch einfach auf der Homepage, steht alles. Ja. War ja auch alles geklärt. Wenn ihr jemanden eine Freude machen wollt, könnt ihr einen Gutschein verschenken. Jo. Light Painting Buch ist auch immer noch was Schönes. Genau, ich habe ja noch ein Buch geschrieben. Noch eins? Nein, das Light Painting Buch. Also wenn ihr auch was verschenken wollt oder euch was schenken lassen wollt, das Light Painting Buch gibt es natürlich auch. Und jetzt, ich habe so viel geredet, ich weiß nichts mehr. Ich habe auch schon total Stimme. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Hat Spaß gemacht. Wir hatten einen Zuschauerrekord heute. Wir hatten 96 Zuschauer. Danke an euch. Wahnsinn. Tschüssi, war schön mit euch. Wir sehen, lesen, schreiben uns. Wir lassen den Chat noch kurz ein bisschen laufen und bis zum nächsten Mal. Wir müssen noch hier. Ach so. Halt, wir sind wieder da. Solek is love. Genau. So, hier, Herzchen. Oh Gott, das ist schon wieder. Ciao. Tschüss.